Hallo. Hi. Hallo Welt, ihr Hallo. steht Hallo falsch Welt. rum. Was denn da los? Oder ich bin falsch rum. Leute, irgendwas ist Lambert, kaputt. bist du verrückt? Es wackelt und es wackelt und es Es wackelt. wackelt. Guck mal, wer ehrt? Es geht zurück. Also wenn ihr jetzt gleich Geht alle zurück. schwindelig wärt, dann It's Vorsprung ist called nicht motion schuld. sickness. Es ist sehr immersive, glaube ich. Definitiv, definitiv. So, alle wach? Schönen guten Hallo. Morgen. Hallo. Morgen. Herr Moin. Forschungsstrom. Genau, willkommen zum Forschungsstrom. Hallo Ist überhaupt schon Tisch. jemand da? Anna Wie ist sieht's da. aus? Da, genau, ich sehe einen Kommentar. Minus Hallo, die, die durch Anna. Motion Sickness ins Koma gefallen sind. Wir hätten vorher Hallo. Spucktüten verteilen sollen. Ja. Ja. Ja, vielleicht. Erwartet der GästInnen aus Australien. Jetzt haben wir den Move verbrannt und können den bei Ja. Australien nicht nochmal benutzen. Verdammt. Ja. Genau. Weitere Interpretationen, was dieser Signature Move zu bedeuten hat, bitte jetzt hier in den Chat. In den Chat, genau. Ja. Was sollte das darstellen? Tja. So, wir haben uns ja ewig nicht gesehen. Zumindest im regulären Forschungsstrom. Das stimmt, wir haben uns in letzter Zeit so oft gesehen, das ist unglaublich, oder? Was sind so die Sonderevents, die so gelaufen sind? Weiß gar nicht, war denn irgendjemand dabei bei unseren Sonderformaten? Wir haben uns in der letzten Woche ganze zweimal gesehen, oder? War das nicht letzte Woche? Ja, oder? Ja. Wir haben den ganzen Mittwochabend miteinander verbracht. Genau, wir haben Public Viewing gemacht, Mittwochabend, aber nicht von irgendeinem Fußballspiel, sondern von einem Event, was das Bundesforschungs- und Bildungsministerium ausgerichtet hat. Und da ging es um Wissenschaftskommunikation. Und das könnt ihr, wenn ihr wollt und es nicht schon gesehen habt, eh nochmal nachgucken. Da haben wir sozusagen versucht, das Genre des Live-Kommentars nicht nur für Fußballspiele, sondern auch für Wissenschaftskommunikationsevents irgendwie zu etablieren. Mal schauen. Ja, ich bin total gespannt. Ich hatte noch einiges jetzt auch im Nachgang gelesen. Da war auch wirklich viel Gemischtes dabei. Gemischtes, wie meinst du das? Ja, Oh also ja, erzähl. von wegen, es war eigentlich eine ganz schöne Veranstaltung und dann auch wieder so, naja, das ist ja jetzt auch wieder so ein fauler Kompromiss. Und die Beschwerde natürlich auch, dass aus diesen naja, Selbstverpflichtungsansatz eben tatsächlich nur Handlungsperspektiven geworden sind. Also ich finde ja Selbstverpflichtung, da steckt ja Selbst und Verpflichtung drin und ich muss dazu stimmen, daraus also weg von dem eigentlichen System im Sinne von, also man ist dafür selbst verantwortlich und Empfehlungen geworden, Perspektiven geworden, nicht mal mehr Empfehlungen. So, also das ist ja schon, genau, und dann steckten wohl sehr viele Kompromisse drin. Also dann kann man natürlich von außen nicht sehen. Ne? Also wenn man nur das Dokument sieht, weiß ich nicht, was da so Kompromiss ist. Und aber gut. Ich habe tatsächlich aber schon die Bestätigungs-E-Mail bekommen, dass mir das Dokument per Post zugeschickt wird. Ach, du hast das auf Totenbaum bestellt. Ja. Ich bin mir nicht Ja. sicher, ob es eine Art bibliothekarische Ja. Nerd-Informationen incoming, ob es eine lose Blattsammlung ist. Also das, ich weiß nicht, ob das jemand kennt, außer Die Frage, ob das irgendwie eine eigene ISBN-Nummer bekommen kann, meinst du, ist das so der nein. Hintergrund oder? Nee, also pass auf, es gibt Bücher und die sind ja fertig gedruckt so. Und das Dokument ist ja mit Absicht in so einem Ordner abgeheftet. Weil es soll ja einen Vorläufigkeitscharakter symbolisieren, habe ich mir sagen lassen. Ich habe es so nicht verstanden, aber so soll das gemeint sein. Und es ist ein Hefter, Entschuldigung, ja, es ist ein Hefter. Und in Bibliotheken kennt man das, wenn man solche Sachen hat, die sich schnell ändern. Also zum Beispiel, wo sich bestimmte Normen oder Absätze oder rechtliche Texte oder sowas ändern, da hat man eine lose Blattsammlung. Da kann man immer neue Sachen hinten dran heften, was Neues dazukommt, oder zwischendrin Veraltetes rausnehmen und das Neue reinheften. Und jetzt Oh hatte ja, ich hier die Lambert. Frage, ob es sich um einen der RSS-Reader des Papiers handelt. Ist doch so, Ja, oder? Ja, it ja. is, genau. Also deswegen, das war meine bibliothekarische Nerd-Frage. Ich werde die aber nicht an das BMBF stellen, denke ich. Ich gucke mir erst mal das Werk an, wenn es da ist. Sehr schön.
Ja, und dann gab es für mich noch so ein leises Echo dieser Veranstaltung, zumindest ein kleines Online-Event des gleichen Veranstalters, Wissen im Dialog, oder heißt es Wissenschaft im Dialog? Ich bin mir nicht sicher. Henning, euer Branchenverband, Wissenschaft im Dialog, genau. Ja. Und da war ganz witzig ein größerer Twitter-Space, wo ein Austausch stattfand über Podcasts in der Wissenschaft. Und in dem Augenblick, als Henning mal ganz kurz draußen war im Twitter-Space, wurde er von den Leuten, die vorne runter erzählten, was denn so wichtig ist und was für Faktoren es so erzählt. Ja, also so ein vertrauenswürdiger, kollegialer Austausch ist natürlich total wichtig. Und da fällt einem natürlich gleich Henning Krause ein. Ja, jetzt ist Henning gerade draußen. Ich habe es da getwittert irgendwie. Ich fand die Referenz auf Henning doch sehr herzlich. Und es ist die Gemeindeversammlung war es, oder eine Gemeindeversammlung. Die Gemeinde war dort und Henning wurde gleich referenziert, ja. Ja, kann man sich leider nicht im Nachhinein anhören, aber es wurden viele wahre Sachen übers Podcasten gesagt, genau. Ja, fand ich auch ganz gut. Fand ich gar nicht so schlecht. Sie haben ja die Leute von MINT-Korrekt oder den einen von MINT-Korrekt eingeladen. Und es ging so ein bisschen, dass sie so auf so eine ganz authentische Art zu so einer These gefunden haben, nämlich, dass es, dass ein Reiz beim Podcasten darin bestehe, Leuten, auch Leuten, die mit Wissenschaft zu tun haben, speziell beim Verfertigen ihrer Gedanken zuzugucken und oder zuzuhören zumindest und dort dabei zu sein und auch wie mal nach Worten gerungen wird oder so. Das fand ich eine gute Beobachtung, oder? Zum Thema Podcast, ich weiß nicht. Machen wir hier ja nie nach Worten ringen. Nee, wir haben alles geskriptet. Einen strikten Sendungsplan, wo am Anfang drin steht, dass wir uns eigentlich nochmal vorstellen wollten, was wir auch immer am Anfang nochmal machen. Ja. Und wir gehen nicht gleich ins Labern rein. Aber genau, wo wir gerade noch kurz bei der Session waren, wollte ich noch kurz sagen, da wurde auch noch der andere Podcast, der von der Elisabeth und der Rebecca wurde da auch gedroppt. Das war das Viscom-Quartett. Und das habe ich auch gerade nochmal in den Chat getan. Das findet man auf Podcast-Plattformen. Aber man findet es auch da auf diesem Link. Und es ist halt so ein Meta-Reflexionsformat über Wissenschaftskommunikation, insbesondere auch die Erforschung der Wissenschaftskommunikation. Und das finde ich auch immer entspannt. Kann man auch mal reinhören. Mhm. Sehr schön, sehr schön. Poste den doch auch noch mal in den Private-Chat, da kann ich kopieren. Ja, mache ich. Danke. Ja, naja. Schön. Ist gut. Ja. Ach ja, und hatten wir eigentlich schon erwähnt, das kleine Heimspiel, das wir in Claudias Wirkungsstätte hatten, mit dem Barcamp Open Science. Nee, hatten wir noch nicht erwähnt, oder? Nee. Das war nämlich auch nochmal eine Sondersendung, die nach der letzten regulären Sendung erfiel, ne? Wo es ja im Grunde genommen darum ging, korrigiere mich, Claudia, aber bei euch fand ein Barcamp statt und wir haben uns erlaubt, mal vorzuschlagen, so ein genau, JP Thiele hat es schön zusammengefasst, wir haben uns erlaubt, sozusagen die populäre, kurze Brühwürfelfassung dieses Barcamps abzuliefern nochmal, was auch ganz spaßig war. Jetzt müssen wir jetzt den Escobar-Witz aber schon erklären, Claudia, oder nicht? Ja, also der Hashtag des Events war ja eigentlich, Moment, jetzt muss ich ihn da reinposten, weil dann können vielleicht noch andere mitgehen, also der Serie, also nicht das Event selber, ich hatte dahinter noch ein Cologne, aber an sich sieht der Hashtag so aus und es ist die Abkürzung für wenn man Open Science Barcamp abkürzt, kommt das raus. Und wir hatten eine sehr lange Diskussion, auch mit den Anwesenden und GästInnen, die teilgenommen haben, wie man es jetzt ausspricht. Und es gab variable Antworten. Eins davon ist auf jeden Fall, also wie Escobar auszusprechen. Also Oskibar wie Escobar. Oskibar. Und ich bin Team O-Cyber, weil es ja Science abkürzt, O-Cyber. Aber ich habe, was hast du nochmal, Lambert? Du hast... Ich glaube, ich war Team Oskibar, aber ich, oder? Hatte ich, was weiß ich. Ich bin da, glaube ich, nicht konsistent einfach. Ja, genau. Also es war erstmal ein bisschen schwierig. Aber ansonsten war das Event ganz schön. Genau, und dann haben wir am Abschluss des Events dann mit Gästinnen aus dem Orga-Team
das nochmal so zusammengefasst und auch ich als jemand, der nicht am Osai-Bar teilgenommen hat, hatte dann da einen schönen Einblick rein und das klingt nach einem sehr kuscheligen Event mit einer nicen Community. Du hattest die wichtige Rolle, uns immer wieder daran zu erinnern, dass wir nicht fachsimpeln. Das war eine sehr wichtige Rolle. Ich habe zwischendrin, du hast immer die richtige Frage gestellt und ich dachte, stimmt ja, das sollten wir vielleicht doch mal erklären. Und außerdem, wer dann mal einen wunderschönen Rant hören will, der ausnahmsweise nicht von Lambert stammt, zum Thema Open Science, kann dort von Konrad einen wunderschönen Rant noch mitbekommen. Ja, herrlich, herrlich. Und bei der Gelegenheit dann ganz unverschämt ein Werbeblock von meiner Seite aus nochmal. Wir haben vor ein paar Jahren angefangen mit diesen Barcamps Open Science und inzwischen hat sich das auf so eine wirklich nette Weise verselbstständigt, dass es nicht nur dieses jährliche internationale Barcamp Open Science auf Englisch gibt in den Büros von Wikimedia Deutschland in Berlin im Frühjahr, sondern es gibt viele, viele kleine oder große Filialen, möchte ich es mal nennen, also einfach Barcamps Open Science. Franchise-Unternehmen. Genau. Und ihr könnt es machen und ihr müsst uns keine Lizenzgebühr bezahlen, ihr müsst nicht mal nach Erlaubnis fragen, ihr könnt es einfach machen, aber ihr könnt auch, um es euch noch bequemer zu machen, natürlich gerne zum Beispiel Guido Scherb und mich, die wir als die alten Hasen in diesem Business da unterwegs waren, uns um Rat fragen und wir haben immer 1000 Tipps und eine Meinung zu allem, wie man so ein Barcamp gut macht, also wirklich als Empfehlung. Es ist einfach in meinen Augen passt es so zu dem Thema Open Science ganz gut, weil es ja sozusagen eine Praxis ist, nicht? Also wir machen ja Open Science oder so oder manchmal hier und da, habe ich mal gehört. Und dann ist es irgendwie interessant, sich darüber auszutauschen, wie und warum man was macht und was für Erfahrungen man da macht und so. Und das ist einfach immer interessant, dafür ein Barcamp dann zu haben. Ja, Werbeblock zu Ende. Werbeblock zu Ende. Sehr gut. Noch ein Kommentar. Jetzt traut sich niemand mehr von uns zu klicken. Moment, Leute, genau. Nicht Bibliotheksmenschen, nicht zu altehrwürdigen Publishern aus, was mindestens eine halbe Stunde Zeit, mindestens. Und Oropax, weil die werden manchmal laut dabei. Ja. Schön. Ja, sehr schön, genau. So, jetzt haben wir das der Rückblick. Ja. Ja. Genau. Wir haben uns viel gesehen. Genau das. Und darüber hatte ich fast vergessen, ein Thema für heute vorzubereiten, ne? Ja, ich musste auch kurz vor knapp musste ich noch gestern Abend mir das alles rein. Ich habe gestern Abend noch ExpertInnen, beziehungsweise Experten, in dem Fall ungegendert Experten, weil zwei Männer, dazu befragen und habe mich noch mit Insider-Infos par excellence verloren lassen für mein Thema. Okay. Genau. Aber wieso, sind die etwa nicht Open Science publiziert? Doch, natürlich. Aber, welches Thema hat eigentlich wer von uns? Wir haben wieder einen dreiteiligen Titel, ne? Tofu-Block-Test. Wer von uns macht Tofu, wer macht Block und wer macht Test? Wollen wir den Leuten sagen, wer es macht, oder sollen die einfach sagen, was sie gern zuerst hören möchten? Tofu, also ihr müsst Block sagen, welches Thema ihr zuerst hören wollt von diesen dreien und was ihr denkt, von wem es dann vorgetragen wird, was natürlich total voneinander entkoppelt ist, ne? Mhm. Oder? Lambert ist voll. Ich sag nichts. Noch nicht auflesen. Nee. Aber wer soll denn zuerst? Genau, sagt mal an, wer zuerst soll. In der Zeit können wir ja nochmal die Kurzvorstellung machen, oder? Ach ja, das haben wir schon wieder vergessen, ja. Genau, die ziehen wir jetzt noch durch, bevor wir euch was erzählen. Aber irgendjemand muss jetzt sagen, wer anfangen soll. Sonst fängt niemand an und der Forschungsstrom ist vorbei. So. Dann sage ich, dass Claudia mit der Selbstvorstellung anfangen soll. Alles klar. Okay. Hi, mein Name ist Claudia und mein Name ist gerade verschwunden, weil genau stimmt, wenn ein Kommentar eingeblendet ist, ist der Name weg. Ich vergesse das immer. Genau, mein Name ist Claudia. Und ich arbeite an der Technischen Hochschule in Köln. Als Professorin für Informationsdienstleistungen und Wissenschaftskommunikation. In meiner Freizeit verbringe ich viel Zeit auf Twitter, in letzter Zeit weniger, weil ich einfach zu viel arbeite und zu wenig Freizeit habe. Das sollte sich hoffentlich mal irgendwann ändern. Und ansonsten labere ich hier gerne mit Lambert und Henning. So, Lambert.
Na gut, okay. Ich bin's, Lambert. Ich ströme hier aus Hannover und arbeite sonst an der TIB, was eine Forschungseinrichtung und Bibliothek ist. Und zwar mache ich das Open Science Lab, also viel ja, Projekte verschiedenster Art im Open Science Bereich, die teilweise mit Wissenschaftskommunikation, würde ich sagen, auch zu tun haben, aber nicht nur. Jetzt bist du dran, Henning. Ja, ich bin Henning. Ich ströme aus Berlin, wo ich tagsüber meine Brötchen auch in der Wissenschaftskommunikation bei der Helmholtz-Gemeinschaft verdiene. Bin aber hier im Forschungsstrom sozusagen privat als Wissenschaftskommunikator tätig, weil mir das auch privat am Herzen liegt. Und ansonsten bin ich Fahrradfahrer, ich bin Grundgesetz-Fanboy. Ich bin Feminist und ja, freue mich, dass wir hier mal im Forschungsstrom über Wissenschaft reden. Und jetzt haben wir Vorschläge für Reihenfolgen, glaube ich schon, oder? Haben wir das. Ja, übrigens fällt mir gerade ein, also sollten wir jemals irgendwie ein Best-of haben oder jemand von uns den Forschungsstrom, Gott bewahre, um das mal ganz theatralisch zu machen, verlassen wollen, dann werden natürlich, ne, schon als Vorwarnung alle Schnipsel der Vorstellungen hintereinander getackert und dann gibt es so ein Endlos aus den eigenen Vorstellungen, wie man sich über die Zeit immer wieder vorgestellt hat. Sehr gut. Außerdem habe ich noch vergessen, ich bin ja eigentlich hier im Forschungsstrom bin ich ja als Henning the Downer bekannt, weil ich immer meistens gewählt werde, um das letzte Thema zu machen, was dann aber meistens ein Downer-Thema ist. Und ich wollte euch mal bitten, mich immer nicht nur in die letzte Position zu wählen. Das ist auch ein bisschen eine traurige Rolle. So. Oh Mensch. Ja. Ja gut, aber bist du denn in der letzten Position, wenn wir es machen wie im Titel? Nee, dann bin ich nicht in der letzten Position. Ja, so. Okay. Dann machen wir doch die Reihenfolge. Dann hast du mal nicht die letzte Position, aber wir können doch mal gucken, weil das mit dem Raten gelaufen ist. Ich dachte, Henning mit seinem Piehole ist Block. Nee. Nein. Bin ich nicht. Okay, jetzt könnt ihr eine Sache schon schlussfolgern. Genau, so weit. Wie früher im PM-Magazin, das ist ja hier richtig mit logischen Schlussfolgerungen und Ausschlussdingen. Kennt ihr noch diese Logik-Puzzle, die es dann immer so oft in diesen Heftchen gab? Ich war so süchtig. Oh. Diese Aussagenlogik. Ja. Der Mann mit dem grauen Papier immer und so. Ja, stimmt. Ja. Herrlich. Ja, gut. Hier wird schon fleißig geraten. Claudia testet. Ja, Claudia testet, das stimmt, aber das muss ja deswegen dann nicht ihr Thema sein, ne? Das stimmt. Tja. Nee, also dann wartet, wir lösen auf. Oh, das hätte natürlich, ne? Ja, es ist ja wahr, ich gebe es ja zu, aber ich bin nicht Block in dieser Sendung. Das heißt, wir haben Tofu-Henning, Block, ja, Claudia und Test-Lambert. Alles anders, als ihr gedacht habt, große Überraschungstüte. Genau, boah, da haben wir doch mal was hingekriegt, wenigstens mal überraschend. Und ich muss nicht den Downer machen, das ist ja großartig. Den macht Lambert. Vielen Dank. Ja. Ja, dann wollte ich euch mit euch über, dann beginne ich direkt, nicht wahr? Wollte mit euch über Tofu reden. Eigentlich wollte ich gar nicht mit euch über Tofu reden, das ist eigentlich Quatsch, aber wir brauchten irgendwas ganz Kurzes für einen Titel. Ich hatte gesagt, ich wollte eigentlich über Tofu-Treibstoffe mit euch reden. Was sind jetzt Tofu-Treibstoffe? Hat das überhaupt gar nichts mit Tofu zu tun, sondern es hat was mit Treibstoffen zu tun, aber solchen, die nachwachsen. Also wir unterhalten uns ja darüber gerade, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, es ist ja diese Klimakrise und da kann man nicht mehr so viel CO2 in die Atmosphäre neu reinpusten, das ist gar nicht gut. Und deswegen überlegt man sich, wie man das alles so hinkriegt und da gibt es ja diese sogenannten Sektoren. Also da gibt es die Landwirtschaft, da muss man gucken, wie die Landwirtschaft irgendwie klimaneutral wird. Es gibt die Gebäude, es gibt die Industrie und dann gibt es auf jeden Fall auch noch die Mobilität. Und über die Mobilität wollte ich jetzt heute mal mit euch reden und da zwar auch über einen gewissen Ausschnitt, also wie man da Klimaneutralität in der Mobilität besser hinkriegen kann. Und ein Klassiker ist ja so, dass die Überlegung, dass wir zum Beispiel den Autoverkehr da möglichst emissionslos hinkriegen müssen. Ne? Also entweder mit Strom fahren, der dann irgendwie
klimaneutral hergestellt worden ist, oder mit anderen Energieträgern, die klimaneutral hergestellt worden sind. Da gibt es immer diese Überlegungen, was diesen grünen Wasserstoff angeht, also eine Brennstoffzelle in Autos zu verbauen, die mit Wasserstoff funktioniert. Und der Wasserstoff müsste dann aber halt am besten nicht irgendwie in einem Kohlekraftwerk irgendwie hergestellt worden sein, sondern natürlich irgendwie am besten durch Sonnenenergie irgendwie. Und gibt's jetzt die Überlegung, dass man aber eigentlich die bestehende Infrastruktur, die wir so haben mit den ganzen Verbrennerautos, die ganzen verschimmelten Dinosaurier, die da im Boden liegen irgendwie und flüssig gemacht werden, dann verbrennen, dass man die eigentlich auch weiter betreiben könnte. Und insbesondere zum Beispiel auch die Infrastruktur, die sich ergibt mit den ganzen Tankstellen und dem Belieferungssystem für Tankstellen und so einfach weiter benutzen könnte, wenn man es schaffen würde, eine Art synthetisches Benzin herzustellen, das auf erneuerbare Energien basierend irgendwie gewonnen wird. Also ich sag mal so ganz, ganz grob gesprochen, würde man sich vorstellen, man hat irgendwo CO2, was irgendwo entstanden ist, hat das gefangen. Und das CO2 ist ja sozusagen das Endprodukt von so einer Verbrennung. Ne? So eine Verbrennung ist ja chemisch gesehen eine Oxidation. CO2 ist ja sozusagen ein Kohlenstoff, zwei Sauerstoff. Das ist so das Maximalste, wie du einen Kohlenstoff verbrennen kannst. Da ist nur noch, hängt nur noch Sauerstoff dran und sonst gar nichts. Dieses wieder zurückzubringen in benzinartige Kohlenwasserstoffe ist halt energieaufwendig und das könnte man zum Beispiel mit Sonnenenergie machen. Die Frage ist dann nur sozusagen, was ist da, wie effizient ist das und wie gut funktioniert das wirklich und was sind so die Nebenaspekte, die man so nicht bedacht hat. Und dann stellt sich so die Frage, ja, das kann man jetzt machen, aber ist das eigentlich so eine geile Idee oder sollen wir nicht doch lieber mit Strom die Autos zukünftig betreiben? Und eine zentrale Frage dabei ist ja auch sozusagen in den Autos selbst, muss ich halt die Energie in Form von Strom, die ich in Form von Akkus dabei habe, mitnehmen oder ich muss die mitnehmen in Form von Treibstoff? Und das hat halt auch sozusagen Gewichtsaspekte. Also die Motoren, je nach Antriebsart, sind unterschiedlich schwer. Aber auch der Treibstoff ist unterschiedlich schwer. Und da spricht man immer über die sogenannte Energiedichte. Das heißt, die Frage, in wie viel Kilogramm Tankbefüllung, jetzt in Form von zum Beispiel Treibstoff oder in Form von Batterien und Akku, kriege ich wie viel Energie gespeichert und wie viel Energie kriege ich dann umgesetzt, zum Beispiel auf die Straße, zum Beispiel auf einen Kilometer. Und da ist halt das Interessante, dass grundsätzlich es so ist, dass was erstmal als Nachteil von Elektroautos gesehen werden kann, dass die Energiedichte von chemischen Treibstoffen, jetzt egal ob Dinosaurierpumpe oder erneuerbar hergestellt, die Energiedichte von chemischen Treibstoffen ist anscheinend immer größer, viel größer als von elektrischer Energie, die du dann mit Akku speicherst, wo du den Akku immer noch mit hin und her schleppen musst. Ne? Und das zeigt insbesondere eine Sache, wo ich jetzt das Thema nochmal komplett derailen möchte vom Autoverkehr hin zum Flugverkehr. Denn beim Flugverkehr hast du auch das grundsätzliche Problem. Wie willst du eigentlich in einer Zukunft, in der wir irgendwie nachhaltig auf diesem Planeten leben müssen und als Gesamtmenschheit am besten keinen CO2-Ausstoß mehr haben oder andere klimawirksame Gase. Wie willst du eigentlich Luftverkehr noch realisieren? Das war halt eine Party, die haben wir jetzt so 50 Jahre lang gefeiert und haben die ganze Dinosaurierpampe da im Boden rausgeholt und verbrannt als ein, zwei, drei Generationen. Und die Frage ist eigentlich, wie sollen eigentlich, also das bei den Autos, das kriegt man halt wirklich, denke ich, hin, da irgendwie auf elektrisch umzustellen. Die große Frage beim Flugzeug ist halt, du hast ein riesen Effizienzproblem, weil du immer beim Flugzeugfliegen Gewicht einsparen willst, um möglichst viele irgendwie Payload, also Menschen oder Amazon-Päckchen oder so in so ein Flugzeug reinzukriegen. Und wenn du da
irgendwie 3 Tonnen Akku reinschmeißen musst, um irgendwie eine Stunde fliegen zu können mit so einem Jumbo-Jet, dann ist das halt wenig effizient, weil der halt weil es dem so schwer fällt, abzuheben. Und das heißt halt, dass diese Überlegungen, die es gibt, sozusagen zum Beispiel bei der Autoflotte, die wir uns zukünftig leisten, irgendwie jetzt auf synthetische Kraftstoffe zu setzen, ist auch so ein bisschen so eine Gesamtdesignfrage, wie man halt eine nachhaltige Mobilität halt überhaupt hinkriegen will und ob man sich gewisse Dinge, wie zum Beispiel, wir erlauben uns halt irgendwie jetzt chemische Treibstoffe als Menschheit noch, nicht das eher für ganz gewisse Anwendungsfälle einsetzen will. Und Fliegen wäre halt ein Klassiker davon. Und darüber gibt es Forschung und dazu wollte ich gerne mit euch, ich habe auch gleich ein Paper, das sogar Open Access ist, gerne mal mit euch schnacken. Ja, ich habe extra ein Thema, ich hatte vorher ein anderes Thema, da war das Paper nicht Open Access, dann habe ich das Thema verworfen. Also ich bin ein bisschen stolz auf das. Oh mein Gott, Henning. Ja. Super. Ich komme hier ins Monologisieren rein. Was ist denn ja, wir sind aber, ich bin aber auch gerade total fasziniert, weil ich glaube, ich habe das noch nicht so schön aufgedröselt gehört, weißt du? Cooles Thema, ja. Ja. Und die Vorstellung, dass man irgendwie so Mengen von schwerem Kraftstoff in so ein Flugzeug reinpumpt, nur damit es überhaupt abheben kann, ist so absurd. Aber das Schlimme ist, ich könnte mir vorstellen, dass noch irgendjemand auf die Idee kommt, aber naja. Ja, jedenfalls, genau, bevor ich gleich zu dem Paper komme, ich habe hier gerade noch mal so ein paar Zahlen rausgesucht. Also der globale Luftverkehr trägt etwa 3,5% zur Klimaerwärmung bei. Da könnte man jetzt erstmal denken, das ist gar nicht so viel, das ist auch nicht wirklich so krass viel. Aber wenn du dir zum Beispiel halt mal die individuelle Ebene anguckst, also im Moment beträgt der CO2-Verbrauch pro Kopf in Deutschland etwa 11,5 Tonnen CO2 pro Jahr, also CO2-Äquivalente genauer gesagt. Und eigentlich rechnet man so, dass irgendwie für eine nachhaltige Welt jeder Mensch auf dem Globus eigentlich nur 1 bis 2 Tonnen CO2 pro Jahr ausstoßen darf. Also da sind wir so ein Faktor 5 bis 10 irgendwie drüber. Was aber richtig scheiße ist, ist, wenn du dich mal einmal im Leben oder einmal im Jahrzehnt in ein Flugzeug setzt und von Deutschland auf die Malediven fliegst und zurück, dann hast du schon mal 5 Tonnen CO2 in deinem CO2-Rucksack als Mensch. Und wenn du das sozusagen dann vergleichst mit irgendwie, du willst als Mensch nachhaltig leben und willst eigentlich dich auf diese 1 bis 2 Tonnen, die dir global gesehen zustehen, um das sozusagen nachhaltig zu leben, dann hast du sozusagen schon mal, allein wenn du einmal auf die Malediven und zurückfliegst, dann mit einem 3-wöchigen Urlaub hast du eigentlich schon für 2 Jahre oder 3 Jahre dein Budget verbraucht und dürftest dann eigentlich in den 2 oder 3 Jahren, wo du irgendwie zu Hause lebst und nicht im Urlaub bist, dürftest du kein Auto fahren, kein Bus fahren, nicht atmen, nichts essen, nichts konsumieren, keinen Strom anmachen, einfach gar nicht da sein. Ja. Ansonsten trägst du dazu bei, dass die Malediven bald nicht mehr da sind. Ne? Genau. Ja. Und das zeigt halt, wie krass das ist und was man, wenn man irgendwie, also ich will jetzt, man kann natürlich die gesellschaftliche Debatte aufmachen, soll man überhaupt noch fliegen und soll man das erlauben oder so. Ich wollte hier erstmal hauptsächlich mich auf so eine energetische Betrachtung konzentrieren und wollte gleich mal auch so einen Ausweg dazu aufzeigen. Genau, vielleicht haue ich jetzt mal hier schon mal den Link in den Chat rein zu dem Paper. Das ist ein Paper, achso, aber warte mal, ich muss hier nochmal den internen Chat öffnen. Da wird ich krieg's auch anders jetzt hin, ich habe mich da ein bisschen umgebubbelt. Okay. Genau, also das ist ein Paper, das nennt sich Cleaner Burning Aviation Fuels Can Reduce Contrail Cloudiness. So, und worum geht's da? Das ist erstmal jetzt gerade jüngst veröffentlicht worden, im Mitte Juni 2021, also vor 2 Wochen etwa. Und es geht dort aber um eine Messkampagne, die schon 2018 gelaufen ist. Und zwar haben da Forscherinnen und Forscher vom DLR, dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt,
die sozusagen die deutsche NASA ist. Manche Leute sagen auch, es ist die kölsche NASA. Wobei NASA auf Kölsch wahrscheinlich irgendwas Unanständiges ist, aber okay, machen wir weiter. Ich kann das sagen, Full Disclosure, ich habe da mal gearbeitet, von 2006 bis 2012. Und das Interessante ist, dass sowohl NASA als auch DLR oftmals hauptsächlich so als Raumfahrtorganisationen wahrgenommen werden. Das sind sie auch beide. Sie sind allerdings auch beide die jeweiligen nationalen Forschungsorganisationen für Luftfahrt und Luftfahrtforschung in ihren Ländern. Und haben hier eine schöne Kooperation gemacht. Und dazu würde ich eigentlich jetzt gerne mal kurz ein Video zeigen, das erklärt, worum das geht. Und jetzt gucke ich mal hier eben, ob ich das hier mal einfach geshared kriege. Warte, das StreamYard fragt mich hier, ob ich ein Video... Ah nee, ein Video-File also, Video, nicht share. Genau. Ah nee, jetzt will er, dass ich hier ein MP3 hochlade. Nee, MP4 hochlade. Nee, ich mache einen Screen. So. Da. Zack, Bums. So, seht ihr mein YouTube-Fensterchen? Yes. Perfekt. Dann zeige ich euch mal hier diesen 1 Minuten 30 Film, der auch CC BY ist übrigens. Hört ihr den Ton? Nee. Nicht. Vielleicht muss noch beim Teilen muss man so ein Häkchen setzen zum. Vielleicht nochmal neu teilen? Habe ich das Häkchen nicht gesehen? Warte mal. Ja, und irgendwie. Ja, probier nochmal. Nochmal. Es hat ein bisschen geruckelt, aber ich weiß nicht, ob das an den Bildern lag oder an der Übertragung. Eventuell kannst du nochmal die Bildauflösung bei YouTube heruntersetzen auf eine geringere. Okay, ja. Audio teilen, genau. So. Das ist HD, genau, da gehe ich mal ein bisschen runter. Stimmt, da fängt nämlich Henning auch ein bisschen an zu wackeln. Hier. So, jetzt gucken wir, ob der Ton jetzt mitkommt. Jo. Jetzt habt ihr Ton. Ja. Aber es ruckelt ganz schön. Es ruckelt immer noch, ja. Ja. Ah, jetzt geht's. Ich glaube, man versteht den Inhalt, ja. Yeah, we're pulling our resources to do a lot more than... Achso, jetzt natürlich die Umschaltung. Wir konzentrieren auf die Reduktion verschiedener Emissionen durch Verwendung von alternativen Treibstoff, also in diesem Fall Biotreibstoff. We have on the one hand the A320, which serves as a fuel burner. The DC-8, operated by NASA, follows the A320 in order to measure the emissions and particles in the exhaust gases of the A320. The beauty of the DC-8 as an airborne science platform is it has range, it has configurability, if you will, and we can get experimenters on board. Es war die Herausforderung, was den Einbau der Geräte angeht, aber jetzt hervorragend spannend, wenn sie es machen, das ist schon ein Erlebnis. So. Das war das Video, was ich euch dazu zeigen wollte. Mhm. Genau. Tja, so macht Forschung wieder Spaß, oder? Ja, so ist so ein bisschen Cowboy-Forschung, oder? Ja. Bei NASA-Piloten und so habe ich immer den Eindruck. Genau, also was machen die da? Die untersuchen halt, wie das ist, wenn man nicht nur mit normalem Kerosin fliegt, sondern künstliches Biotreibstoffe, die halt dann CO2-neutral hergestellt worden sind, dabei mischt. Als ich damals noch beim DLR war, so 2010, 2011, die Ecke, da weiß ich noch, da hat man es versucht, ob die Flugzeugmotoren damit klarkommen, wenn man mal so 5 oder 8 oder 9% Bio-Kerosin mit beimischt. Und jetzt sind die also so bei 50%, was damit mit beigemischt wird. Und das scheinen die Flugzeugmotoren also irgendwie auszuhalten. Und jetzt haben sie dann halt diesen Airbus A320, ein Forschungsflugzeug vom DLR, der halt dann mit dieser
Kombination von Treibstoff fliegt und diese DC-8 von der NASA, die hinten in dem Abgasstrahl drin rumfliegt und dann untersucht, was da hinten rauskommt. Und das Interessante fand ich eigentlich den Punkt, wenn du überhaupt als Menschheit irgendwie schaffen willst, klimaneutral zu fliegen, wirst du natürlich irgendwann, wenn du nach diesem Konzept vorgehst, also elektrisch fliegen kannst du wirklich nur mit kleinen Flugzeugen, da machst du keinen Jumbojet mit voll. Mit kleinen, so Cessna-Größe oder so, das wird vielleicht in absehbarer Zeit möglich sein. Aber ein großes Passagier- oder Lastenflugzeug wirst du so nicht betreiben können. Aber wenn du es schaffst, irgendwie da auf 100% Biotreibstoffe umzusteigen, dann könnte man ja denken, okay, super, dann haben wir die Luftfahrt irgendwie klimaneutral. Die eigentliche Herausforderung ist aber, dass grundsätzlich beim Fliegen die Kondensstreifen entstehen. Ne? Ihr wisst ja, mit den Chemtrails das. Chemtrails, ja. Ja. nee, also nicht mit den Chemtrails, sondern halt einfach die Kondensstreifen, die sich bilden. Und der Punkt ist, selbst wenn du mit 100% Biotreibstoff fliegst, bilden sich trotzdem Kondensstreifen und die haben an sich wiederum eine Klimawirksamkeit. Das ist halt einfach so, dass die als Eiskristallwölkchen dann halt so existieren und einen eigenen Treibhausgaseffekt haben, der richtig berechnet werden kann und der also auch nicht zu gering ist. Also anscheinend betrifft das ungefähr ein Drittel der Gesamtklimawirksamkeit des Luftverkehrs. Und den würdest du halt auch nicht los, wenn du mit Biotreibstoff fliegst. Es sei denn, es wäre so, dass wenn du Biotreibstoffe verbrennst, dass dann irgendwie die Kondensstreifen anders sind. Und das war der eigentliche Punkt, den die jetzt untersucht haben in diesem Paper, was ich hier mitgebracht habe. Und da haben sie halt herausgefunden, dass in der Tat es so ist, dass wenn du halt diese Biokerosin mit reinbringst, dass dann die Kondensstreifen an sich erstens nicht so stark sind und zweitens sehr viel schneller kollabieren. Ich habe jetzt die Zahl nicht genau im Kopf, aber das kann man in der Studie sehen. Ich glaube, es war ungefähr, die existieren nur halb so lange oder nur ein Drittel so lange. Irgendwie sowas war das. Und weil sich dann halt sozusagen kürzere Zeit eine abschottende Decke über die Atmosphäre legt, in der dann halt Wärme wieder reflektiert wird, ist es dann so, dass die Klimawirksamkeit dort halt zurückgeht. Sie ist natürlich nicht bei Null. Es gibt weiterhin Kondensstreifen, auch wenn du Biotreibstoffe hast. Und deswegen einen zusätzlichen Treibhausgaseffekt, der über das reine Verbrennen von Treibstoff hinausgeht. Aber es wird besser. Und das fand ich einfach spannend, dass man sowas jetzt aktuell untersuchen kann und auch untersucht hat und noch ein kurzes, cooles Cowboy-Piloten-Video dazu gemacht hat. Aber wie cool ist das denn? Also der Treibstoff ist nicht nur besser in der Herstellung und in solchen Sachen, sondern würde auch noch den Klimaeffekt, also ich weiß jetzt gar nicht, wie groß der Effekt ist, dass die Chemtrails die Kondensstreifen wirklich haben. Ein Drittel vom gesamten. Okay, also von dem gesamten Problem, dem gesamten Erwärmungseffekt, den die Luftfahrt macht, ist ein Drittel durch die Kondensstreifen. Ja. Wahnsinn, ja. Okay, krass. Das hätte ich jetzt zum einen gar nicht gedacht, dass das so viel ist, und zum anderen ist es natürlich cool, wenn das, also gleich auf mehreren Ebenen die Treibstoffe da was verbessern können. Ich finde es auch sehr cool. Ich generell denke ich immer so, dieser systemische Blick auf diese Verkehrszukunft und wie sich das ändern müsste, um irgendwie diese Klimakatastrophe abzuwenden, ist total unterbewertet. Ja, bei all diesen Diskussionen über Elektro-PKWs und diesen Kleinkram denke ich immer, hey Leute, es ist doch die falsche Skala, in der ihr denkt. Und das Beispiel, was du jetzt vorgestellt hast, Henning, finde ich so interessant, dass man sozusagen die Gesamtformel für das gesamte Verkehrssystem, in dem Fall Luftverkehr, man sogar noch mal einen Faktor mit reindenkt, den wir so als Laien vielleicht sonst gar nicht so auf dem Schirm haben. Ne? Und was für eine, wie diese Variable dann wiederum reagiert, wenn man jetzt ein Biokraft, also da muss man jetzt mal drauf kommen. Das ist interessant, ja. Ist cool. Ja. Ich hole mal gerade den Kommentar hier rein. Was sagt JP Thiele? Bei Wasserstoffflugzeugen. Okay, ja.
Ist das greifbar, dass man das machen kann, mit dem Wasserstoffflugzeug anzutreiben? Also es gibt zum Beispiel auch dieses Forschungsflugzeug, dieser Airbus A320, der hat zum Beispiel halt auch eine Brennstoffzelle mit eingebaut, schon lange. Ehrlich gesagt kann ich jetzt auch nur den Stand von vor ein paar Jahren referieren, als ich noch beim DLR war. Mhm. Aber da war zum Beispiel die Brennstoffzelle der Antrieb für die sogenannte APU. Also die Flugzeuge haben so eine Auxiliary Power Unit, die insbesondere dafür da ist, zum Beispiel irgendwie Strom zu machen, während das Flugzeug nicht fliegt. Du willst ja dann, wenn das Flugzeug steht, schon irgendwie den Computer anhaben und du willst schon mal die Klimaanlage anhaben und Licht machen und so. Und dafür hast du diese Auxiliary Power Unit und die ist eigentlich anscheinend bei Standardflugzeugen auch irgendwie Kerosin betrieben. Und bei diesem Testflugzeug hat man das halt mit einer Wasserstoff-Brennstoffzelle mal realisiert. Aber was du natürlich meinst, JP Thiele, ist natürlich eher den Wasserstoff als Antrieb für den Motorstrang zum Fortbewegen zu benutzen. Und ich glaube, das ist halt, was der Energieinhalt und die Menge der Energie, die du in kurzer Zeit bereitstellen musst für so einen Start von so einem Jumbojet im Moment, glaube ich, noch nicht so weit, soweit ich das beobachtet habe. Mhm. Ah, Prototypen gibt es. Ah, okay. Okay, ja klar, ich glaube auch, dass sie damit natürlich sicher experimentieren werden. Und da bin ich aber auch mal gespannt, ja, was passiert denn dann mit Kondensstreifen? Also ich wäre jetzt echt eine Meteorologin, ich wäre nicht auf die Idee gekommen, was das für eine Änderung haben könnte, wenn man da einen anderen Treibstoff benutzt. Aber es ist ja eigentlich nur logisch, die Partikel, die rauskommen, sind ja anders von der Struktur, ne? Anders von der Größe und von der Zusammensetzung. Klar, sie saugen oder sind ganz andere Kondensationskeime für das Wasser, das da in der Luft ist. Genau, also die haben, das kann man auch in dem Paper dann nachlesen, also die sind ja dann halt mit dieser NASA DC-8 da in dem Abgasstrahl reingeflogen und hatten ja dann, man hat das teilweise auch in dem Video gesehen, an dem Flugzeug außen so Einlassdüsen, die dann die Luft einsaugen und dann haben sie halt zum Beispiel festgestellt, dass wenn der A320 halt mit regulärem Kerosin geflogen ist, dass dann sehr viel mehr nicht vollständig verbrannte Kohlenwasserstoffketten, sprich irgendwie so was, also wenn du bei einem Auto vorbeigehst und es stinkt nach Benzin, dann weißt du, da ist unverbranntes Benzin irgendwie aus dem Motor rausgekommen und aus dem Auspuff rausgekommen. Und das scheint anscheinend sehr viel mehr der Fall zu sein bei regulärem Kerosin. Und bei Biotreibstoffzumischung haben sie davon sehr viel weniger gefunden. Und in der Tat, ja, muss das dann wohl die Ursache für solche Kristallisationskeime wahrscheinlich sein, ja. Cool. Mir ist nochmal irgendwie so richtig, also ich finde es auch cool, was da gemacht wird. Andererseits muss ich auch sagen, ich finde es auch, also eigentlich finde ich, müssten wir schon weiter sein. Also es ist nice, ja, dass die jetzt irgendwie bei 50% sind, aber eigentlich war diese Sache, dass man irgendwie mal aufhören müsste, CO2 zu verbrennen, eigentlich auch schon ein paar Jahre vorher bekannt. Und mir ist das beim DLR damals auch aufgefallen, dass wir dann gesagt haben, oh, jetzt können wir hier 5% oder 9% irgendwie mit verbrennen. Da habe ich schon gedacht, und das war 2009, als irgendwie in Kopenhagen die große Konferenz war, wo dann Obama da war und viele auch die Hoffnung hatten, dass da jetzt irgendwie mal was, eigentlich das, was dann 2015 in Paris passiert ist, das hätte aus meiner Sicht eigentlich schon 2009 in Kopenhagen passieren müssen und sollen. Und zum gleichen Zeitpunkt war die Forschung halt dann soweit, da irgendwie 10% Biokraftstoffe beizumischen. Das also wahrscheinlich hätte man damit auch schon mal ein paar Jahre früher mit anfangen können und dann wären wir heute ein bisschen weiter. Aber gut, das ist immer, nützt nichts zu meckern, sondern muss jetzt vorangehen. Aber die Frage ist natürlich insgesamt eigentlich wirklich, inwieweit können wir uns dieses Jet-Set, diese Jet-Setterei über den Planeten noch erlauben? Es zeigt halt auch total schön diese absurd geführte Diskussion mit, ja, es wird Innovationen geben. Ne? Also es wird Erfindungen geben, die werden uns dann den Klimawandel, durch Wunder wird sich nichts ändern. So. Also gefühlt ist das immer so ein Glauben an Wunder, die passieren. Und wenn man sich anguckt, woran tatsächlich geforscht wird, und das sind so kleine Schritte, dann sehe ich da nicht die Innovation, die uns den Klimawandel umkehren, aufhalten, wie auch immer lässt. Ne? Das ist da nicht. Die Forschung da ist
so klein. Wir müssen da gesellschaftlich was tun, ne? Und tatsächlich was verändern. Ja, ganz, ganz miese Masche, einen vermuteten Forschungsfortschritt einzupreisen in eine halbgare Klimapolitik heute, oder? Das ist das eigentlich, was fortlaufend gemacht wird, sehe ich ganz genauso, ganz komisch. Ich meine, das ist die eine Sache ist wirklich, das Gegenteil von Wertschätzung für Forschung, oder? Ich meine, man kann natürlich sozusagen viel rein investieren in die Forschung und sagen, hey, macht mal, legt mal los oder so, ja. Aber was eigentlich das Gegenteil ist davon, was gemacht wird, ist dann zu sagen, die finden ja immer irgendwas raus. Wir wissen eigentlich, dass wir es auch gar nicht planen können, den Fortschritt, der da fällig wäre. Aber wir erwarten das jetzt einfach mal und preisen das vorab schon ein. Ja, es ist wirklich eine Geringschätzung und ist auch schlecht für die Forschung selbst, behaupte ich mal. Ich wollte eigentlich nur noch kurz noch einen Nebenaspekt noch aufbauen, aber du warst direkt dazu. Ich wollte nur kurz dazu sagen, die preisen ja auch ein. Ja, das ist auch was ich damals mitbekommen habe, dass große Vulkanausbrüche ja einen Klimaeffekt haben, ne, und das Klima erstmal abkühlen. Ja, da kommt ja bald wieder ein großer Vulkanausbruch und dann haben wir den Klimawandel erstmal für 3 Jahre los. Und das ist auch genau das. So, man preist da etwas ein und das ist jetzt nicht mal mehr Wissenschaft, das ist Natur. Und du kannst das, also wir wissen ja alle, wie schwierig solche Vorhersagen sind. Also das kannst du nicht machen und das solltest du nicht machen. Und es ist ja auch alles nur ein temporärer Effekt, aber trotzdem wird es gemacht. Es ist ein Missverständnis von Wissenschaft und Missverständnis von Natur in dem Fall. Klingt mir nach Vulkanausbrüche first, Nachhaltigkeit second. Ja, ein bisschen mehr Trigger. Ist ja auch ein Wahlprogramm. Genau. Kann man sich ja überlegen, ob man die wählen will. Ein Aspekt wollte ich noch als letztes mit reinsteuern und da komme ich wieder zurück zum Tofu, um dann diese Brücke auch abzuschließen. Das ganze Thema chemische Treibstoffe, die irgendwie gewonnen werden, CO2-neutral, heißt natürlich, dass du die irgendwo auf irgendeinem Feld, auf irgendeinem Acker auf dieser Welt wirst anbauen müssen. Weil du große Flächen brauchst, wo du Sonne in was reinknallen lässt, was dann halt irgendwie was Chemisches ist, was du dann irgendwie weiterverarbeitest und dann in einen Tank zu gießen. Und wir mit unserer First World Problem Herangehensweise denken halt da nicht dran, dass es vielleicht, also grundsätzlich ist ja diese ganze Klimakrise nur entstanden, weil wir auf einem endlich großen Planeten uns nicht dran gehalten haben, auch dem Planeten entsprechende Größenordnung von irgendwie Müll in die Atmosphäre einzublasen. Und wir haben halt auf diesem Planeten auch zum Beispiel nur endlich begrenzt Ressourcen, zum Beispiel in Form von bewirtschaftbarer Ackerfläche, um insbesondere auch irgendwie ein paar Milliarden Leute zu füttern. Und die grundsätzliche Herausforderung, die man hat, wenn man jetzt denkt, man könnte einfach dieses Jet-Set-Leben zweimal im Jahr auf die Malediven und zurück CO2-neutral hinkriegen, das ist in unserem Kapitalismus, den wir haben, wird das vielleicht funktionieren, dass ich das halt irgendwie mir beim Flugbuchung klicken kann, jetzt hier bitte Aufpreis für CO2-neutral. Die Frage ist nur, ob irgendein armer Mensch, der überhaupt nicht diese Chance dazu hat, irgendwo anders in einem anderen Land, deswegen keine Ackerfläche mehr hat, um irgendwie seine Familie zu ernähren. Und das steht halt unter diesem grundsätzlichen Thema irgendwie Tank versus Teller. Also da bin ich auch bei den Tees mit Tofu. Und da muss man sich halt auch Gedanken darüber machen, dass sozusagen, wenn man einfach nur in so einer technikoptimistischen Weise hier was fordert und sagt, okay, wir machen jetzt diesen Sektor Mobilität hier klimaneutral, das ist alles ganz, ganz, ganz nice, irgendwie, wenn man genug zu essen hat und genug Geld hat, um irgendwie immer mehr fürs Essen zu bezahlen. Aber wenn du da in Brasilien irgendwie vielleicht oder sonst wo lebst und nicht diese Chance hast, dann ist wirklich die Frage, wofür werden die Ackerflächen benutzt? Und ich will nur sagen, das ist kein rein technisches Thema, sondern es ist wie immer halt auch ein gesellschaftliches Thema. Und das muss man global betrachten, bevor man jetzt eine Entscheidung trifft, dass irgendwie jetzt wir alle Ackerflächen nur noch zu Biokerosin anbauen werden. Ein weises letztes Wort dazu, ja, finde ich sehr richtig. Ja, das war mein Tofu-Thema.
mit Tank und Teller. Tank und Teller. Der Downer gleich stilgerecht, Henning-gerecht, aber diesmal zum Anfang. Und jetzt müssen wir das, die Stimmung wieder retten, oder? Ich weiß nicht, ob ich die Stimmung retten kann, ehrlich gesagt. Nummer zwei. Möglich wäre es. Möglich wäre es. Also, worüber möchte ich denn heute mit euch reden? Das Problem ist, dass ich das, das, worüber ich mit euch reden will, gerade gestartet habe und ich habe jetzt die ganze Zeit nicht so schöne Geräusche im Ohr. Ich dachte nämlich, ich würde es euch gerne zeigen, aber das, ich habe vergessen, dass ich an einer sehr schlechten Stelle war, um es euch zu zeigen. Ich will über Blöcke reden. Und wenn ich über Blöcke reden will, will ich eigentlich über Mods reden. Und wenn ihr jetzt nicht wisst, was Mods sind, dann wisst ihr vielleicht nicht so viel über Gaming. Hat das was mit diesem Spiel zu tun? Ja, wie heißt das Spiel? Dass ich noch nie gespielt habe, aber mir immer sagen lasse, dass das alles ganz toll ist, ja. Ja, wir reden heute über Minecraft. Ach ja, ja, natürlich. So, passt mal auf. Ich hätte es fast gewusst, nur hatte ich überhaupt nicht gewusst. Okay. Fast gewusst, aber nicht so. Ja, es ist ein bisschen, es macht es ein bisschen schwierig. Ich kann natürlich nicht das Audio freigeben. Ne? Das sollte euch klar sein. Warum kann ich es nicht freigeben? Weil ihr ja auch auf meinem Audio seid, auf meinem Rechner, weißt du? Ach so. Und wenn ich dann das Audio dann freigebe, dann hört man quasi euch doppelt. Also ich höre euch einfach, aber ihr hört euch selber. Versteht ihr? Blöcke? Minecraft? Yes! So, ein echter Fan. Es müsste theoretisch dieser Bildschirm sein. So. Claudia, und das Problem ist auch, wenn wir beide, Henning und ich, gemutet sind, oder? Nee, dann würde es gehen. Dann könnte ich es versuchen. Ich möchte euch nur mal ganz kurz zeigen, wie Minecraft aussieht. Das könnten wir versuchen. Dann mache ich mal gerade Stop Screen und ihr mutet euch beide mal kurz. Und dann versuchen wir das mal. Okay, ich möchte euch nur mal kurz für die es nicht kennen, gerne Minecraft zeigen. So, dann sagt mir doch mal, ob ihr eine leichte, dezente Bling-Bling-Musik hört. Ja, okay. Also das hier ist Minecraft und willkommen in meinem Baumhaus. Das hier ist ein Minecraft-Welt. Ihr seht hier diese Welt. Ich gucke mal gerade aus dem Fenster, da ist eine Wüste. Hier gucke ich aus dem Fenster, da ist ein Wald und hier drüben hat sich jemand ein etwas anderes Baumhaus gebaut. Das ist nämlich wir sehen nur ein Startbild. Recht? Gar nicht. Oh, okay, dann geht das nicht, leider. Das ist ja blöd. Moment, warte. Das war irgendwie vielleicht ein Bildschirmhintergrund oder so, was ich gesehen habe. Ja, auf jeden Fall. Ich bin mir dann nur nicht sicher, welches... Ah, jetzt. Moment. Jetzt. Ja. Okay. Dann mache ich das nochmal. Also, das ist Minecraft. Also, mich könnt ihr nicht sehen. Ich sehe ungefähr so aus, dieser Mensch hier, der sich da bewegt. Und diese Welt besteht aus verschiedenen Dingen. Und diese Dinge sind alle aus Blöcken. Also, wir gucken mal hier raus. Das ist die Wüste, von der ich gesprochen habe. Das hier ist ein Wald da drüben. Und hier haben wir ein Baumhaus, das sich jemand anders gebaut hat. Das ist mein Baumhaus. Das ist tatsächlich ein Baumhaus. Und das besteht aus Blöcken, aus einmal ein Blöcken. Ihr seht hier einen Glasblock. Block, Block, Block. Hier auch Glasblock. Hier sind Laubblöcke. Und prinzipiell besteht hier alles aus Blöcken. Ich gehe mal ganz kurz die Leiter, die Leiter runter. Und diese ganze Welt besteht aus Blöcken. Die Tiere sind aus Blöcken, die Bäume sind aus Blöcken, alles, die Pferde, die Alpakas. So, alles ist aus Blöcken und ich wollte euch einmal kurz zeigen, wie das aussieht, damit ihr eine Vorstellung habt, wovon ich rede. Und ich mache dann mal hier einen so und damit könnt ihr euch wieder entmuten. Aber die schöne Mucke habe ich jetzt leider nicht gehört. Ja, die ist auch sehr leise, das muss ich zugeben. Gut.
So, aber ihr habt es gesehen. Also ihr habt gesehen, ja, wie es aussieht. Und deswegen reden wir über Blöcke, weil Minecraft ist alles aus Blöcken gebaut. Ne? Also diese 1x1 Blöcke gibt es aus 1 Million Materialien. Ne? Sand, Terrakotta, roter Sand, Dreck, Eisen, alles. Aber es gibt eine kleinste Größenordnung davon, oder? Ja, also tatsächlich nimmt alles einen solchen Block ein. Also so eine Größe, also auch wenn ich was herstelle, zum Beispiel, oder wenn man irgendwie ein Feld anpflanzt, ist das Feld auch genauso groß. Und ich nehme auch genau einen Block ein und bin 2 Block hoch. Also das kleinste Sandkorn, das es gibt, ist so groß wie der Beistelltisch da eben. Ja, es gibt kein Sandkorn, es gibt nur einen Sandblock. Ah, okay. Also die sind, wenn man baut, ist da alles aus diesen Blöcken. Ich glaube, die Tiere sind ein bisschen filigraner geblöckelt, so, aber an sich nehmen sie trotzdem dann, so eine Kuh nimmt trotzdem 1x2 Blöcke ein. Genauso wie ich 2x1 Block hochkant einnehme. Du bist so lang, wie eine Kuh breit ist. Genau. So, und das, was ihr gesehen habt, ist ein Minecraft-Server, also wo man nicht alleine spielt, sondern da spielen ganz viele Leute mit einem mit und die bauen da alle auch ihre Häuser und leben da. Und das Spannende ist, das ist ein sogenannter Vanilla-Minecraft-Server. Wie die Holzplätze. Ja, genau. Nur ein bisschen fancier. Genau. Das ist ein Vanilla-Minecraft-Server. Und was heißt Vanilla? Vanilla bedeutet in dem Kontext, dass wir einen unveränderten Minecraft-Server haben. Also da läuft das Spiel so, wie es gedacht ist. Und das klingt ja jetzt erstmal nicht sehr spektakulär. Aber wenn ich jemandem erzähle, wir spielen Vanilla-Minecraft, dann sagen die alle, was? Wie langweilig? Ohne Mods. Und da kommen die Mods ins Spiel. Und ich möchte gerne über Mods reden, weil ich ein schönes Paper dazu gefunden habe, das sich mit Mods beschäftigt. Aber ich will euch natürlich, bevor ich das teile, mal kurz erklären, was Mods jetzt sind. Also im Prinzip sind Mods kurz für Modifications, ne, also MOD, Mods für Modifications und verändern ein bereits fertiggestelltes Spiel oder ein Spiel, das einen bestimmten Release-Status hat. Das ist quasi fertig, ein veröffentlichtes Spiel, sagen wir besser veröffentlichtes Spiel, und die setzen darauf auf und verändern das Spiel. Ja, es gibt verschiedene Arten von solchen Erweiterungen. Es gibt zum Beispiel DLCs. Das sind, ich glaube, Downloadable Content heißt das. Das sind so Erweiterungen, wo man irgendwie so eine Art neuen Level einbaut, zum Beispiel. Minecraft hat aber keine Level, also da würde es keinen Sinn machen, ein DLC zu machen. Es gibt aber auch so kleinere Mutatoren, die so Winzigkeiten verändern, vielleicht irgendwie nur temporäre Veränderungen machen. Und dann gibt es halt diese Kategorie Mods. Und die machen substanzielle Änderungen, die verändern das Gameplay. Und zwar manchmal so richtig. Also von veränderten Regeln, veränderter Physik. Also in manchen Mods kann man halt einfach fliegen. So. Und die verändern dann tatsächlich, wie sich ein Spiel verhält. Und nach welchen Regeln man arbeiten kann, welche Essensvorräte man anlegen kann, wie viel Gepäck man mitnehmen kann. Und das sind wichtige Dinge in so einem Spiel. Also gerade in Minecraft sehr, aber es gibt natürlich auch Mods für andere Spiele. Aber das gilt dann für die ganze Welt. Oder kannst dann nur du fliegen oder können dann in der Welt alle fliegen? Also das ist ein sehr wichtiger Punkt, eine gute Frage. Wenn du einen Server hast, der einen Mod hat, dann müssen alle diesen Mod auch haben. Das heißt, ich kann zum Beispiel jetzt mit meiner Installation von Minecraft nur auf Vanilla Minecraft Server mit der Version 1.17 joinen. Und wenn ich irgendwie auf einen Server möchte, der Mods aktiv hat, dann muss ich diese Mods erstmal bei mir aktivieren und dann kann ich dann auf diesen Server gehen. Das verträgt sich nämlich sonst nicht. Dein Vergleich, was für Mods es gibt, fand ich interessant. Ich meine, wenn ich eine eigene Physik haben kann, bin ich ja quasi ein Gott. Also dann, eigentlich brauche ich mich dann nicht mehr zu kümmern um solche Feinheiten, wie wovon ich mich ernähre, oder? Wobei, gut, es hat einen Spaßfaktor, nicht? Also es geht ja nicht streng genommen darum. Ah. Genau. Vanilla ist die UNO mit offiziellen Regeln. Genau.
Ja, wobei, genau. Was die offiziellen Regeln bei UNO sind, ist ja auch manchmal, steht ja auch manchmal zur Diskussion. Aber ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen die Frage, wie die offiziellen Regeln bei Minecraft sind. Also ich war da immer nur zum Bauen, bis man mir gesagt hat, man kann das auch zu Ende spielen. Und ich dachte, wow, you can. So, genau, also das ist auch so ein bisschen die Frage, was da die offiziellen Regeln sind. Aber genau, und ich finde es halt total spannend, weil diese Mods sind ja wirklich krasse Eingriffe teilweise. Also die sie verändern wirklich komplett, wie man das Spiel spielt und was man tun kann und was nicht. Führen auch neue Dinge ein, neue Tiere, neue Pflanzen oder solche Dinge. Und die sind unfassbar aktiv. Also diese Mod-Community oder Menschen, die Mods nutzen, das ist eine Community, die ist unfassbar aktiv. Und das ist total wichtig heutzutage, weil es ist super schwierig, so als Game-Development-Gruppe oder als Firma quasi so ein Spiel rauszubringen und mit den Erwartungen von ganz viel neuem und immer neuem Content Schritt zu halten. Und da ist es natürlich schön, wenn man eine Mod-Community aufbaut und am Leben erhält und kultiviert, die quasi auf dem eigenen Spiel aufsetzen kann und Veränderungen damit macht, die dann wiederum andere Spieler glücklich machen, weil sie gerne diese Veränderung hätten, ohne dass man als Firma selber da rein investieren muss. Und deswegen ist zum einen so aus Sicht von den SoftwareentwicklerInnen das ein gutes Ding, so eine Mod-Community zu haben, aber es ist auch aus Sicht von Open Source und gemeinsam Dinge entwickeln, Community bilden so wichtig. Und dann habe ich eine Studie gefunden, die sich damit auseinandergesetzt hat, was eigentlich einen populären Mod ausmacht. Also es gibt Moment, es gibt Wissenschaft, die Minecraft analysiert, beziehungsweise diese Modifikationen innerhalb von Minecraft analysiert. Ja, und die haben schon unfassbar viele Referenzen aufgeführt von vielen Vorarbeiten. Also tatsächlich wird Minecraft viel im Bereich Education untersucht, ne? Also wie das zu Bildungszwecken genutzt werden kann, welche Effekte das hat. Aber es gibt es auch aus dieser Perspektive heraus. Und was die jetzt hier in ihrem Paper versucht haben, ich habe mal die grüne Open Access Version verlinkt, ist, dass sie sich diese Mods angeschaut haben, die es gibt. Und ich kann, glaube ich, mal simpel das PDF auch teilen, damit wir alle das Gleiche sehen. Und die haben quasi so das hier und dann so. Die haben sich hier in dem Fall quasi eine Plattform rausgesucht, die solche Mods bereitstellt. Das ist CurseForge, heißt das. Das ist so eine Plattform, die verlinke ich gleich auch nochmal. Und da haben sie sich einfach angeschaut, das ist jetzt aus dem Datenblock von, ich glaube, das haben sie Ende 2019 haben sie die Daten erhoben. Da haben sie sich 12.710 Mods ausgesucht, also alle Mods, die es da gab. Und haben dann noch geguckt, wie oft wurden die released. Also es gibt ja mehr als eine Version von so einem Mod. Und von wie vielen anderen Mods hängen die ab? Also man kann manche Mods nur installieren, wenn man andere Mods hat. So, ne? Also man kann zum Beispiel die Farbe von Brokkoli nur verändern, wenn man natürlich den Brokkoli-Mod hat. So. Klar. Sweet. Ja, klar. Ja, logisch, so ist das, genau. Und eine Physik, die die Existenz von Brokkoli zulässt. In manchen Welten geht es gar nicht, da implodiert der. So. Na, okay. Ja, und das finde ich jetzt schon einmal super interessant. Ich mache das nochmal größer. Hier steht 12.710 Mods. Das war 2019. Also ich bin da gestern nochmal auf die Seite von CurseForge gegangen und die haben mir erzählt, sie haben 79.000 Mods. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die damals nicht alle abgegrast haben. Also ich habe im Paper aber keinen Hinweis darauf gefunden, ob oder ob in den letzten Jahren, anderthalb, zwei Jahren der Pandemie es eine Mod-Explosion gab. Falls da jemand was zu weiß, comment in the chat, please. Super interessant. Schon jetzt. Ja, ja, okay. Ja, und dann sind die da hingegangen und haben sich die Mods rausgesucht, die halt überhaupt aktiv waren. Also die tatsächlich, also die haben die rausgeschmissen, die keinen Release hatten, die also nur so Entwicklungs-
ein bisschen rumentwickelt waren, aber noch nie released worden sind. Und haben sich dann nur welche aus der gleichen Zeitscheibe angeschaut, damit man die auch gut, also die quasi dann erstellt wurden, um die gut vergleichen zu können. Also wenn man jetzt irgendwie einen Mod nimmt, der erst 2019 veröffentlicht wurde, dann kann man da nicht so viel über Popularität sagen, weil ihr Messparameter für Popularität Downloads sind. Also die haben geguckt, wie häufig wurde der Mod gedownloadet. Ob das jetzt so ein ganz guter Parameter für Popularität ist, ist natürlich schwierig, aber sie erläutern da auch relativ klar, also es ist, was anderes bleibt kaum. So, also das ist so eine Art, das auszudrücken. Also wenn sie von Popularität reden, meinen sie Downloads. Und da haben sie sich halt die angeguckt mit den meisten Downloads, die 20%, und dann die mit den wenigsten Downloads, die untersten 20%, und haben dann noch Sachen rausgefiltert, die nicht so relevant sind, also Dependencies, und dann hatten sie am Ende 2228 Mods, 1114 ganz oben und 1114 ganz unten, und haben die dann versucht, anhand von Dimensionen und Parametern, diesen Selecting Features, zu kategorisieren, ganz bibliothekarisch. Ja, und da haben sie 5 Dimensionen ausgemacht, und auf diesen 5 Dimensionen gibt es dann insgesamt so 33 Features, über die sie gearbeitet haben und die sie sich angeguckt haben. Ja, ich hab mir die Tabelle ausgedruckt. Und bist du da auch Teil des Datenpools, des untersuchten Datenpools? Also sind deine Mods und deine Installationen auch mit abgegrast worden? Weißt du das? Oder? Definitiv nicht, weil ich erst in 2020 angefangen habe, Minecraft zu spielen und bisher tatsächlich noch nicht einen Mod runtergeladen habe. Alle werden mich komisch angucken. But I didn't. Also ich war bisher nur auf Vanilla-Minecraft-Servern unterwegs. Wie gesagt, das ist sehr ungewöhnlich. Man moddet einfach. Kannst du mir, Entschuldigung, wenn ich mich jetzt als totaler Minecraft-Noob hier oute, aber kannst du mir nochmal erzählen, wie eigentlich diese Infrastruktur, du redest hier über Minecraft-Server, also als ich irgendwie noch Leisure Suit Larry gespielt habe, damals hat man sich ein Programm noch auf 3 Disketten gehabt und hatte das ganze Programm bei sich, und dann konnte man da ein bisschen rumspielen. So, die Welt scheint sich ja ein bisschen weitergedreht zu haben. Also musst du selber deinen Minecraft-Server selber aufsetzen, oder bist du bei irgendwem zu Gast und sind die dann miteinander verknüpft? Also wie ist diese Welt da irgendwie vernetzt? Das stellst du jetzt die Frage bei genau dem falschen Spiel, weil Minecraft kannst du auf 12 Millionen Arten spielen. Okay. Also du kannst Minecraft tatsächlich zum Beispiel auf deiner Switch als lokales Spiel haben und mit dir selber in so einer Minecraft-Welt rumlaufen und für dich selber bauen. Du kannst es, wie ich, so auf dem Computer installieren und dir dann auch so eine eigene kleine Welt aufbauen, also hast generieren lassen, so eine Welt wird generiert. Ist übrigens auch sehr spannend, also man nimmt einen Seed, also einen Samen, und der generiert einem random quasi die Welt, wobei jeder Seed eine andere Welt produziert. Und wenn man das random macht, weiß man nicht, was passiert. Deswegen war ich schon mal auf einem Server, wo wir einfach nichts hatten außer Wald. Nicht viel Wasser, Ozean war quasi Mangelware, Sand hatten wir auch keinen. Also genau, dabei ist die Welt sehr vielfältig. Und wenn das generiert wurde, dann kannst du dich quasi da drin bewegen. Und was wir jetzt machen, ist Multiplayer. Das heißt, jemand hat einen eigenen Server, auf dem ist Minecraft installiert, und ich verbinde mich mit meiner lokalen Minecraft-Installation auf den Server. Deswegen müssen auch die Mods dann kompatibel sein. Und ich spiele dann auf dem Server dieser Person. Also ich habe es tatsächlich nicht selbst installiert, das ist nicht mein Server, und bin da quasi zu Gast. Okay. Also du kannst, gibt es für die Mods eigentlich dann so eine Art, so ähnlich wie bei der Softwareentwicklung, so eine Art integrierte Entwicklungsumgebung, dass ich dann so
wie beim normalen Spielen vielleicht, stelle ich es mir vor, was vor mir habe. Aber dann gibt es besondere Menüs oder Paletten von Sachen, die ich ändern kann oder so. Weil ich meine, wenn es davon so viele gibt, schätze ich mal, das ist jetzt nur eine Vermutung von mir, muss es ja einen relativ vereinfachten oder guten Weg geben, die zu bauen, oder? Oder wie kann man sich das vorstellen? Auch das unterschiedlich. Und das ist ein ganz, ganz spannender Punkt, den ich auch im Paper so ein bisschen gesehen habe und auch gestern bei dem Expertenbefragen auch gelernt habe. Also es gibt da unterschiedliche Möglichkeiten, die zu entwickeln. Und auf CurseForge werden so die klassischen Mod-Entwicklungen gezeigt. Also da werden diese Mods, die so klassisch entwickelt werden, gezeigt. Ich weiß nicht genau, wie die Umgebung aussieht, aber es ist halt nicht so ganz so einfach. Und dann gibt es aber zum Beispiel noch Fabric. Fabric-Mods sind eine eigene Kategorie auf CurseForge. Im Prinzip ist das aber eine ganz eigene Mod-Welt, weil die eine ganz einfache oder eine vereinfachte Art haben, wie man Mods entwickeln kann. Und das trifft dann genau deinen Punkt, ne? Also Fabric-Mods sind quasi ein bisschen einfacher zu entwickeln im Vergleich zu allen anderen CurseForge-Mods, weil die werden anders entwickelt. Spannend ist, dass du aber dich entscheiden musst, mache ich entweder Fabric-Mods, dann kann ich aber auch nur die benutzen, oder möchte ich CurseForge-Mods aller anderen Couleur benutzen, weil du kannst die nicht mixen. So, und das ist ein bisschen, also ich finde das sehr interessant, also das wusste ich zum Beispiel nicht, das musste ich mir erklären lassen und das ist auch im Paper nicht so ganz gut rausgekommen. Das finde ich so ein bisschen, also das fand ich etwas schade, weil das eigentlich ganz wichtig ist. Ich zeige das mal ganz kurz. Ich zeige das mal ganz kurz, sage ich, und bin dann erstmal am Rumklicken. Da. Das ist die CurseForge-Seite und was die gemacht haben zum Beispiel ist sich eben, also hier oben seht ihr, ne, 79.000 Mods. Ja, genau, was die gemacht haben, ist sich zum Beispiel diese Kategorien hier runterzuladen, ne? Also zu gucken, in welchen Kategorien sind denn die Spiele. Sind die in World Generation, sind die in Magic? Ja, es gibt Magie in Minecraft. Sind die in Storage, also ist mein Rucksack zum Beispiel größer? Oder das hier ist so ein bisschen was, was für die Mod-Entwicklung selber ist. Ne? Also sind das Mods, die Mod-Entwicklung oder APIs bereitstellen. Und was hier passiert ist, ist, dass Fabric, also diese eigentlich ganz eigene Welt von Mods, auch auf derselben Ebene eine Kategorie ist. Das heißt, diese Mods haben unter sich auch nochmal quasi diese Kategorien ein bisschen aufgeteilt und verteilt, sind aber gar nicht kompatibel mit allen, die nicht in dieser Fabric-Kategorie sind. Und die analysieren ja jetzt, was einen beliebten Mod ausmacht. Und die stellen zum Beispiel fest, dass beliebte Mods, also wirklich popular Mods, befinden sich in der Kategorie Fabric. Das finde ich jetzt, also es ist eine Erkenntnis und es stimmt natürlich auch, ne? Also wenn die da, also das haben die mit den Zahlen, können die jetzt belegen, die beliebten Mods oder die viel downgeloadet worden sind in der Kategorie Fabrics. Allerdings vergleicht man dann natürlich alle Mods in Fabrics, die auch mit diesen Kategorien versehen sind, gegen alle anderen Mods auf CurseForge, die nicht in der Fabric-Kategorie sind, hat die aber nicht als eigene Kategorie definiert. Wenn ihr versteht, was ich meine. Was für ein krasses Phänomen. Also ich habe gerade einen Mod gesehen, da in dem Ausschnitt, den du gezeigt hattest, ja, der 2011 angelegt worden ist und der die letzte Überarbeitung vor 20 Stunden hatte und der mehrere Millionen Male runtergeladen worden ist. Also das ist ja echt kein Nischenphänomen mehr, sag ich mal, oder? Ich meine, ein Projekt über 10 Jahre hinweg immer wieder Arbeit zu stecken, nicht? Also ja, unentgeltlich meistens. Das ist übrigens auch eine Dimension, die sie abfrühstücken. Also die haben hier wirklich mehrere Seiten. Ich musste mir die ausdrucken, weil ich da ein bisschen drin rumbasteln wollte. Features, die sie untersuchen. Ne? Und eine Dimension, also Dimensionen und darunter Features. Und die Dimensionen sind zum einen die Mod-Category, ne, was ich euch gerade gezeigt habe, die Kategorie.
Dann die Mod-Documentation, also wie gut ist der Mod dokumentiert? Also sowas wie, gibt es einen Dokumentationstext? Wie lang ist der Text? Gibt es ein Wiki? Gibt es Bilder in der Dokumentation, sowas? Dann zum Thema Environment, also was ist die Umgebung des Mods? Für welche Versionen von Minecraft ist das verfügbar? Es gibt nämlich auch noch verschiedene Versionen von Minecraft. Oder wie viele Dependencies zum Beispiel hat das. Und dann gibt es die Community Contribution, also gibt es ein GitHub, Link zu einem GitHub-System oder einem Repositorium oder zum Ticketsystem, wird da auch untersucht. Und die Vergütung ist eine weitere Dimension. Also lassen sich die EntwicklerInnen vergüten mit PayPal oder mit Patreon? Genau, also das wäre eigentlich auch so ein Punkt, auf den ich jetzt gerne mal kommen wollte, weil man merkt ja doch irgendwie, es klingt nach so einer freiwilligen Community und nach so einer Wohlfühl- und so Community. Aber der Kapitalismus sickert ja doch dann immer in solche Systeme, die früher mal nice waren, dann rein. Und dann müssen Leute, die dann da viel Zeit rein investieren, da irgendwie auch mal trotzdem noch ein Brötchen mit verdienen. Gibt es da eine einfache Zusammenfassung, dass man jetzt sagen kann, keine Ahnung, 10% aller der untersuchten Mods sozusagen nehmen Geld? Oder ich meine, ist das nur eine Spendenmöglichkeit oder ist das eine harte Bezahlschranke? Eine harte Bezahlschranke ist es nicht, soweit ich weiß. Ich muss gerade mal gucken, ob ich dazu eine Zahl finde. Und generell würde ich das Thema noch mal größer, die Frage noch mal erweitern wollen. Ich meine, gibt es dann da zum Beispiel Werbung? Läuft man dann irgendwie da an so einer Coca-Cola-Werbung vorbei? Oder gibt es von Coca-Cola betriebene Minecraft-Server, die sich da so reinhacken? Ich meine, es ist doch eigentlich überall, dass die Werbung, die filtert, kommt sich doch überall rein. Und gibt's dann schon Werbeblocker-Mods oder so? Und gibt es dann Werbeblocker-Blocker-Mods von Coca-Cola und so? Oder ist es noch nicht so weit? Adblock-Blocker. Ja, die Adwars nicht nur im Browser-Plugin, sondern auch im Minecraft und so. Also mir ist noch nichts davon begegnet, aber bring die bitte nicht auf Ideen. Also, habe ich noch nicht hier first. Coca-Cola. Ja. Genau. Meine PayPal-Adresse. In jetzt anderen Territorien der Computerspielwelt sind diese In-Game-Werbesachen schon ein Riesenthema, nicht? Also ja. Insofern ist nicht zu weit gegriffen, Henning, ja, klar. Ja. Aber wenn jemand das weiß, also es ist ja durchaus möglich, ne, dass sie irgendwie einen coolen Mod entwickeln und da ist dann zufälligerweise das Coca-Cola-Logo irgendwo drauf. Also mir ist es bisher noch nicht begegnet, aber ich habe selbst ja auch noch nicht mit Mods gespielt, sondern nur Leuten zugeschaut, die mit Mods spielen und da habe ich es noch nie gesehen. Also finde ich spannend, auf jeden Fall. Falls ihr da wisst, sagt Bescheid. Also Gott, ich hätte es mir gruselig vor. Also da wird man ja nachts von Zombies und so überfallen und sowas. Und wenn du gerade um dein Leben kämpfst mit dem Zombie, läuft irgendwie so ein Zombie mit einem Coca-Cola-T-Shirt vorbei. Ja, und dann, ich erlebe es mittlerweile auch schon. Ja. Ich wollte gerade das Thema wechseln, alles gut. Also ich wollte noch ganz kurz sagen mit dem Geld. Also sie haben tatsächlich, ja. Eins der Ergebnisse ist, popular mods typically accept donations and tended to be more active. Aber das ist keine so krasse Korrelation, dass sie das jetzt als signifikantes Ergebnis genannt haben, sondern sie sagen ja tended to. Also das heißt nicht, wenn du einen Mod rausbringst und du akzeptierst kein Geld, dass du keinen popular Mod rausbringst und auch wenn du nicht so super aktiv bist, heißt es auch nicht, dass der Mod nicht durch die Decke schießen kann. Ne? Also ist möglich. Ja, hier im Chat ist auch Darky ja. X Lukas. Yes, nice. Interessant, okay. Danke für den Hinweis, Dark X Lukas. Entwickelst du auch Mods? Also beim Server, also ich glaube, das ist mir auch noch nicht begegnet, also dass Leute Server aufmachen und dann würde Geld dafür genommen, dass man da drauf kann, dort zu spielen. Habe ich auch noch nicht gesehen, aber gibt es durchaus. Nein, keine Mods, okay. Das schade, aber, das hätte ich auch mal spannend gefunden. Ja. Bei diesen Mods entwickeln wollte ich nochmal nachfragen. Also das klang so von wegen GitHub-Seite aufmachen. Also da muss man schon irgendwie irgendeine Art von Programmiersprache beherrschen. Das geht nicht innerhalb der Minecraft-Welt, solche Add-ons. Du kannst zu bauen. Nicht Blockprogrammierung machen. Entschuldigung, den musste ich jetzt bringen. Genau, nein.
Genau, also du musst das schon, also die Java-Version, die ich jetzt habe, da programmierst du dann dein Mod und machst deine Änderungen und hältst den da aktuell. PayPal klingt sehr stark nach Spenden, genau, Patreon ist ein Abo-Modell. Also bei Patreon bin ich ja selber auch, also nicht als Anbietende, sondern als Abonnierende. Da kann man aber auch jeden Monat kündigen. Also man kann auch einmal Zahlungen machen, aber ja, in der Regel schon. Genau, also man entwickelt solche Mods dann in Java vor sich hin und kann die dann eben bereitstellen, wenn eben möglich. Ist natürlich schön, das auf GitHub zu tun, aber es gibt auch Leute, die Mods, genau, Code ist in Java. Es gibt auch Mods, die eben nicht öffentlich den Code teilen, aber wie gesagt, Popular Mods, ja, sind eher linken auf die Source Code URL. Also over 70% of the studied popular mods include a Source Code URL. Also tatsächlich gibt es dann unter den populären ist es eher üblich, dass man den Source Code teilt und dass man auch ein Tracking-System hat, also mit Tickets. Ist natürlich, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich alleine so einen Mod gebaut habe, naja, also ist schon viel dann zu erwarten, ne? Ja, aber das finde ich total spannend. Also sind so viele solcher Sachen und zum Beispiel auch, dass Popular Mods in der Regel längere Dokumentationen haben und Beschreibungen. Also einfach mehr Text haben, der genau beschreibt, was da passiert. Und ich finde, es ist ja eigentlich für mich gefühlt nur logisch, ne? Weil ich kann ja dadurch dann sehen, was macht der Mod und so weiter. Aber es bedeutet natürlich nochmal irgendwas, wenn man das jetzt mal hier so statistisch und mit Zahlen und so einem System untersucht vor sich liegen hat. Und ich bin total begeistert. Das Paper hat so viele Seiten, das glaubt ihr nicht, ne? Also ich hatte ja, hat es ja verlinkt, das ist richtig lang. Und die haben damit Logistic Regression bestimmt, was wie gut ist, welche Vorhersagequalität, also welche dieser Features oder welche dieser Dimensionen sagt, wie gut voraus, wie populär so ein Mod ist. Und da gibt es eine schöne Abbildung, wo man sieht, dass die Dimension, ich hatte euch ja die Dimension genannt, ne, die am meisten Aussagekraft hat jetzt, also die an sich für alleine genommen am besten vorhersagt, ob eine Mod popular ist. Und das ist tatsächlich die Community Contribution. Ja, also wenn der Mod darauf setzt, mit der Community zu interagieren und den Code bereitstellt und da arbeitet, das sagt ziemlich gut voraus, dass ein Mod popular ist. Und das finde ich schön und das zeigt halt auch, wie die Community da funktioniert, ne? Super spannend, ja. Ja, apropos Community, hier unser Serverbetreiber. Genau. Auch, will keinen Blödsinn gemacht. Das ist super. Danke für den Kommentar. Das ist natürlich echt ein Ding. Also wenn du einen Minecraft-Server hast, du willst ihn aufsetzen und willst mit deinen FreundInnen irgendwie spielen oder willst Leute einladen, man sollte darauf achten, dass man niemanden reinlässt, der nicht auf der Whitelist ist. Also man sollte, beziehungsweise die Positivliste, eine Allow-List hat. Und weil ansonsten kann sich da quasi, wenn man das nicht hat, kann sich quasi jede Person einloggen. Und es gibt Public-Server, also es gibt Public-Minecraft-Server, die können alle. Das ist gefressen oder gefressen werden. Und den Server, den ich euch jetzt gezeigt habe, ist unser Gamebrarian-Server, also der Server von den BibliothekarInnen. Wir sind sehr lauschig, wir haben Regeln, wir sind alle sehr nett und höflich miteinander und wir haben eigene Kisten rumstehen mit Donations. Also hier könnt ihr euch was rausnehmen, wenn ihr was braucht. Und lass mich regeln, bei euch BibliothekarInnen darf man nicht laut sprechen, oder? Man kann in dem Spiel gar nicht sprechen, man kann nur chatten. Aber die Dorfbewohner machen die besten Geräusche. Also es gibt Dorfbewohner da in Minecraft. Wenn man ein Dorf findet, wohnen da in der Regel Menschen und die machen dann mein absolutes Minecraft-Lieblingsgeräusch. Und das ist, pass auf, ha, 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 ha. So ungefähr wie wenn das Haustier versucht, eine menschliche Unterhaltung nachzumachen, lautlich. Ne? Ja, genau. Aber Claudia, ich glaube, ich verstehe so langsam, warum du ausgerechnet im Jahr 2020 angefangen hast, dich in dieses Kaninchenbau hineinzubegeben. Du glaubst es, ja. Ja, ich hab so viel Zeit auf diesem, also wir haben bis jetzt unser zweiter Server, also unsere zweite Welt. Ich habe so viel Zeit in der ersten Welt verbracht und ich bin schon in der zweiten auch am Anfang des Versinkens.
Eine Noob-Frage hätte ich noch zu den zerstörerischen, unerwünschten Veränderungen, die vorgenommen werden können von bösartigen Leuten, die nicht auf der Whitelist stehen. Und zwar gibt es die Möglichkeit, die Version zurückzurollen, dass man die Welt wieder zu dem Zeitpunkt nimmt, wo sie noch heile war? Oder ist das so nicht vorgesehen, erstmal bei einem eigenen Minecraft-Server? Du kannst natürlich backuppen. Ne? Du kannst deine Minecraft-Version backuppen. Kommt halt darauf an, wie häufig du es einstellst. Also ich bin tatsächlich nicht Serverbetreibende, deswegen kann ich die Fragen schwerlich beantworten. Darky X Lukas mag da vielleicht noch was zu sagen. Ich kriege immer nur mit, wenn unser Servermeister quasi daran was bastelt. Und wir hatten schon mal, dass dann irgendwie, weil wir irgendeinen Umzug anstand, dann sagte er so, macht mal jetzt eine halbe Stunde nichts, sonst ist das der Stand verloren. Ich nehme das Image von vorher. Ja. Genau, aber ich hoffe, ihr habt euch jetzt für Minecraft begeistert. Ihr könnt dann auf jeden Fall mal mit hier, wie ihr sagt, einfach mal erstmal ohne Mods starten, also eine Vanilla-Minecraft-Instanz nutzen. Ihr könnt ja gerne mal vorbeischauen. Und dann hoffentlich steigt ihr in Mods ein, weil es scheint sich zu lohnen. Ich werde auf jeden Fall demnächst dann wohl auch mal mit Mods arbeiten und mir das angucken. Ich bin ja auch immer so ein bisschen auf der Suche nach irgendwie Spielen, die Kinder und insbesondere Kleinkind kompatibel sind in meinem Anwendungsfall. Ich habe jetzt schon irgendwie von Leuten, von Kindern gehört, die das gespielt haben. Allerdings waren die noch älter als meine Kinder. Insbesondere würde mich da die Frage interessieren, auf welchem Endgerät man sowas gut spielen kann. Also vermute ich richtig, dass man das nicht auf einem Smart-Gerät so einfach spielen kann, sondern dass man vielleicht schon eher einen Desktop mit Maus oder ein Notebook mit Maus braucht, oder? Geht mit der Switch auch. Also es gibt eine Switch-Version, aber dann natürlich nicht gemeinsam keinen Server, soweit ich weiß. Okay. Ja. Ansonsten ist eigentlich PC das Mittel der Wahl. Aber also ich kenne jetzt auch ein paar, die auf der Switch damit spielen. Ich bin aber hier mit Kinder kompatibel. An sich ja. Also wird ja auch viel im Education-Kontext gemacht. Ich weiß nicht, ob die Mods benutzen, weil, also ich hatte neulich eine interessante Twitter-Diskussion zum Thema Minecraft und hatte dann geschrieben, ich denke auch, dass es super ist, aber man sollte ein bisschen aufpassen, weil was passiert ist, ich habe geschrieben, also ich in der Regel esse die Leichen und zermahle die Knochen, um damit Bäume schneller wachsen zu lassen. Das ist das, was ich in Minecraft machen kann. Also ich kann Zombies töten, also Zombies greifen mich an nachts und Skelette schießen auf mich. Und dann sammle ich die Knochen von den Skeletten und mahle die klein und kann damit Pflanzen wachsen lassen. Und ich kann das Zombiefleisch essen. Ich weiß nicht, ob man das vorher rausmodden sollte, bevor man es Kindern gibt, aber an sich sollte man es wissen und Kühe töten kann man auch. Und ja. Ab welchem Alter? Genau, Sidemaster, sag mal, ab welchem Alter? Aber ich bin grundsätzlich, finde ich, das Spieldesign einfach richtig gut. Also diese Funktionalität, man kann Blöcken bauen und wenn man im Kreativmodus ist, wird man in der Regel auch nicht von Zombies angegriffen, dann kann man super viel bauen und basteln und stapeln und sich ausleben. Ich denke, ab 6 ist das Spiel. Ja gut, dann fürchte ich, müssen hier die Schulferien mal für erste Heranführungsaktivitäten genutzt werden. Sehr gut. Ja, schönes Thema, vielen Dank. Ja, echt. Und Mindtest habe ich mal gehört, Open Source Version von Minecraft, taugt das was? Ist das oder kann man das nicht so sagen? Wie meinst du das? Mindtest habe ich mal gehört, sei eine Open Source Variante von Minecraft. Aber vielleicht ist es gar nicht mehr so populär oder war mal so ein. Das sagt mir jetzt spontan nichts, heißt aber nichts. Wie gesagt, ich bin ja auch noch halber Noob und so vanillamäßig unterwegs. Aber das wird sich ändern, denke ich. So, jetzt habe ich aber lang geredet. Haben wir lange über Blöcke geredet. Aber es ist ein schöner Übergang zu meinem letzten Thema. Genau, jetzt musst du mal hier am späten Abend noch die Stimmung runterreißen, bitte, Lambert. Ja, ich tue mein Bestes, aber das wird hart. Nee, es ist, als wenn wir uns vorher abgesprochen hätten, weil so ein bisschen vom Genre her gibt es einen Übergang. Ich will jetzt mit euch
zwei Videoschnipselchen gemeinsam angucken. Und ihr werdet gleich sehen, da geht es um das Thema Science Fiction. Peaceful. Okay, auch gut. Ja, es geht um Science Fiction und was das für ein ulkiger Typ ist, der da was erzählt. Und was er da erzählt, will ich nach dem ersten Schnipsel ein bisschen diskutieren, aber ich will gar nicht so viel vorwegnehmen. Und dann werdet ihr auch sehen, wie ich auf das Thema Testen komme und was das Ganze mit Wissenschaft zu tun hat. Tut es nämlich. So, aber ich starte mal. Zeig mal, was du uns zeigen willst. Ich zeig. Genau, und vergiss nicht, den Audio-Button zu klicken. Der Audio-Button. Stimmt, genau. Drückt mir die Daumen, dass es diesmal schön läuft. So, das sieht schon mal ganz gut aus. Vielversprechend. Ich habe die richtige Stelle. Warte, genau, soll ich es hin? Ich mache gerade ein Add to Stream, dann. Oh, danke, ja. So. Ha, das sieht aber schon ganz gut aus. Prima. Ja. So, und jetzt aufgepasst. Wahrscheinlich müsst ihr euch ausmuten oder ich weiß es nicht. Probieren wir es mal so. Kommt drauf an, wenn du das Tab geteilt hast, dann nicht. Aber wir gucken. Er ist Tab geteilt. Okay, mal gucken. Sehr gute Idee, denn wenn du sozusagen in so eine Welt reinkommst, hast du erstmal das Gefühl, hier ist alles möglich. Wenn es so bleiben würde, dass alles möglich ist, dass auch ein Elefant irgendwie im Kühlschrank sitzen kann, wenn du ihn aufklappst, wird es langweilig. Das heißt, irgendwann muss eine Balance gefunden werden, dass die Regeln genug einengen, diese Welt, dass nicht irgendwas passieren kann, aber sozusagen immer noch überraschend bleibt. Und das ist sozusagen ein Abschmecken, wie Spitzenköche gerne sagen, es gibt bestimmte Fischgerichte, eine Sekunde zu lang gegart und du kannst es ins Klo schütten. Ja. Und so ähnlich ist es, glaube ich, bei einer Fiktion, die von Ideen lebt, die eben nicht einfach nur davon lebt, dass sich Leute da einfühlen können in die Figur oder sowas wie andere, wie realistische oder naturalistische Kunst, sondern die wirklich davon lebt, wie gut ist diese Idee. Und das Schlimmste daran ist aber dann, wenn du dann sozusagen aus den 40ern vielleicht Science Fiction liest oder auch solche Filme guckst, da gibt es ja welche, die sich auch gut gehalten haben, dann ist es aber so, du merkst, die Ideen sind besser und trotzdem sind die Filme teilweise irgendwie verwittert, nicht deswegen, weil du die Spezialeffekte nicht mehr glaubst oder so, sondern weil die Welt nicht mehr so ist, dass du denkst, eine Idee, das hatte ich ja vorhin gesagt, reicht wirklich in ein nebenstehendes Universum zu kommen. Zum Beispiel, was wäre, wenn die Sache anders wäre, die Technik? Wir wissen inzwischen viel zu genau, dass alles immer gleichzeitig passiert, dass wir nicht eine Welt haben, in der Biotechnik wichtiger wird oder Computer oder die Umwälzung irgendwie geopolitischen Ebene, dass es keine Sowjetunion mehr gibt oder so, sondern es passiert alles gleichzeitig. Oder wie William Gibson eben gesagt hat, die Zukunft ist schon da, sie ist nur verdammt ungleichmäßig verteilt. Und das ist sozusagen auch ein ästhetisches Prinzip in der Science Fiction. Dieses ungleichmäßig Verteilen ist dann halt wie bei das Auge ist mit. Du kannst selbst was, das sehr gut schmeckt, auf dem Teller so arrangieren. Nee, also ich würde immer sagen, die gute Idee ist notwendig für gute SF, aber sie reicht noch nicht mal. Und das heißt, du kannst auf zwei Stufen Scheiße bauen. Deine Idee kann zu schwach sein oder du kannst dieser Idee eventuell nicht gerecht werden. Ich glaube, der Verdacht ist bei vielen dieser Fernsehserien, weil sie dann doch langlaufen und weil ich auch denke, dass manche Serien länger laufen, als die Leute dachten, die sie erfunden haben und dann gehen ihnen ganz banal einfach die Anwendung. Ich finde... So, das soll erst mal reichen. Ich stoppe jetzt mal ganz kurz das Bild. Und wir steigen gleich noch an einer anderen Stelle wieder ein. Also ich löse erstmal das Rätsel auf. Das war Dietmar Dart. Vielleicht die eine oder andere von den ZuhörerInnen mag es schon gekannt haben. Claudia Henning? Nein? Nee, ich kann nicht nur den Herrn Skohl erkannt. Ich dachte mir gar nichts. Ich dachte so, Dart kenne ich. Spielt man so. D-A-T-H. Und ja, der Interviewer zur Rechten teilweise im Bild zu sehen, ist Gerz Gobel, kennt man aus manchen, ja, der moderiert ja, ich glaube, bei Dreisat oder so, auch Wissenschafts-Talk-Formate, ganz unterhaltsamer, interessanter Typ, finde ich oft, also sticht schon ein bisschen heraus. Ja, aber dieser Dietmar Dart, warum hat er den da eingeladen oder was ist das für einer? Dietmar Dart ist halt jemand, der sich mit solchen Phänomenen wie Science Fiction oder so beschäftigt. Also eigentlich ganz klassisch so Geisteswissenschaftler oder so. Der Witz ist nur, der ist nicht in Academia. Also das, was der da gerade erzählt hat, und das ist schon, finde ich, für sich schon mal erstmal ganz interessant festzuhalten. Das könnte in einem Germanistik
Hauptseminar gewesen sein, behaupte ich jetzt mal, ohne jemals Germanistik studiert zu haben, aber im Grunde genommen schon, weil das sind so typisch, das sind so literaturtheoretische Überlegungen, die er da praktisch macht, ja. Bloß diesem Typen kann man natürlich ganz anders zuhören als alles, was man erwarten würde, wenn ich jetzt gesagt hätte, so, hört mal rein in dieses Hauptseminar Germanistik. Also das ist schon, hat eine Dichte und Unterhaltsamkeit, die der mit seinem geballten Wissen rüberbringt, die schon was in sich hat. Dabei sind wir jetzt noch gar nicht mal bei der Frage, ob und was das mit Wissenschaft zu tun haben könnte. Aber erstmal, ich wollte euch nur mal so hereinführen, wie der sich Gedanken macht über Science Fiction. Und der knabbert, das war der Grund, warum Gerd Skobel ihn mal kürzlich in eine Fernsehsendung eingeladen hat. Das YouTube-Video ist übrigens schlecht gemacht, da gibt es kleine Ruckler drin. Ich weiß nicht, was das soll, ob sich die Öffentlich-Rechtlichen keine besseren Videos leisten können oder so. Vielleicht findet ihr in der Dreisat-Mediathek eine bessere Version. Wer was findet, gerne mal in den Kommentaren posten. Na, und warum hat der Gerd Skobel ihn eingeladen? Weil dieser Dietmar Dart mal wieder ein Buch rausgehauen hat, nämlich diesen Schinken hier. Das ist unfasslich, das hat irgendwie 800 Seiten und sowas haut der irgendwie einmal im Jahr oder so raus. Sieht aus wie so Herr der Ringe, die Komplettausgabe. Ja. Der Typ ist ein Phänomen und man kann das trotzdem gefahrlos, jetzt kann ich mal, als Bibliothekar empfiehlt man ja Bücher, ne? Kann ich, ja, und das ist so, diese Dietmar Dart-Bücher kann man sich einfach mal besorgen, weil das Schöne ist, wer mal was von Hegel gelesen hat oder so, kennt das. Das ist so ein bisschen so die Vorstellung, hey, mich interessiert das Ganze von Science Fiction und so. Und ich zeig dann mal so auf, wie das alles ineinander greift und wie dann so ja, Science Fiction zu dem geworden ist, was es heute ist. Und dabei legt er einen unglaublich detaillierten Plan aus, wie er jetzt vorgeht. Man kann an eine ganz bestimmte Stelle, oh, mich interessiert, was Dietmar Dart, wo er denn Star Trek und Next Generation einordnet. Da kann ich einfach dahin springen, mal zwei, drei Seiten lesen und alles liest sich so, wie er da gerade gesprochen hat. Also es ist unterhaltsam und dicht und sehr kenntnisreich. Also es macht Spaß und man kann auch mal reinlesen. So, das war der Werbeblock. Jetzt kommt nochmal eine zweite Stelle und da wird es dann ein bisschen, aber ja, oder wir können auch zwischendurch schon sprechen, aber ich mache jetzt mal weiter. Jetzt muss ich die Stelle finden. Ja, der Abend ist auch schon fortgeschritten. Stimmt, wir sind heute mal wieder lang, ne? Ach. Ja, voll, voll. Aber ist ja auch spannend. Ja, ich hoffe, ich finde jetzt die richtige Stelle. Jetzt heißt es wieder teilen. Ich packe das eben unten ins Studio rein, dann muss ich es noch in den Stream reinpacken, ne? Genau. So. Das können wir auch für dich machen. Okay, das ist gut. Das macht mal ruhig. Danke. So, Dietmar Dart, dann mal bitte weiter. Die da drin stecken in den bekannten Größen, die aber nicht auf den ersten Blick erkennbar sind. Richard Feynman, einer, der die Quantenelektrodynamik mitentwickelt hat, ein wichtiger Physiker, hat mal eine Vorlesung gehalten, Einführung in die Wissenschaftsmethodologie. Und alle haben gedacht, oh, jetzt wird es aber ganz fürs dicke Hirn, Wissenschaftsmethodologie, was ist denn das? Auch noch nicht nur messen und rechnen, sondern auch noch, wie hängt das zusammen? Und so hat er gesagt, es ist ganz einfach. Zwei Sachen. Raten und testen, das war's. Und die Leute lachen und sagen, was? Naja, unter Raten versteht er all die drei Sachen, die ich gesagt habe. Vergleichen und unterscheiden ist Raten, weil es ist einfach, mir fällt was auf. Ne, dem Newton fällt der Apfel auf die Rübe. Okay, mir fällt was auf. Und das Zweite ist dann, ich checke es mit Mathe, aber das ist auch noch alles Raten, weil die Mathe kann ja auch falsch sein. Und dann geht die Aufgabe dahin, wie gut ist mein Test? Ich kann ein Experiment machen, aber zum Beispiel bei Astrophysik hatten wir in der Sendung, kannst du kein Experiment machen, weil du nicht einfach zur Sonne fahren kannst und da irgendwas fummeln. Dann denke ich mir zum Beispiel Fragen aus, die so genau sind, dass durch dieses Hingucken, Vergleich, Unterscheidung, ich wieder Antworten kriege auf die Fragen, die ich nicht von vornherein habe, weil die Frage ist feiner getuned und so. Und ich habe den Eindruck, Science Fiction teilt sich das so auf, dass sie den Science-Teil als den Ratenteil versteht. Ich produziere irgendwas Irres. Maschinen können jetzt denken. Oder dieser Energievorrat ist nie erschöpft. Und das Testen ist dann die Story. Mhm. Was für eine Story dabei raus? Was passiert meinen Figuren, wenn das stimmt? Mhm. Ich weiß,
Vielleicht das in der Wirklichkeit stimmt, vielleicht stimmt es auch in der Wirklichkeit nicht. Aber wenn es stimmen würde und dann je enger, das ist jetzt eine persönliche Präferenz, je enger es an diesem Ding bleibt, dass es sozusagen nicht mogelt, sondern sagt, ich habe jetzt gesagt, die drei Sachen sind so. Was passiert dann als nächstes? So, und das ist die spannende Geschichte, weil es sozusagen sehr oft dann, Harlan Ellison hat mal gesagt, gute Science Fiction ist die Reaktion gewöhnlicher Figuren im Sinne von so wie ich, denkt wie ich, hat Angst, hat Hoffnung, auf total außergewöhnliche Sachen, die dich zwingen, neu zu denken. Denn wenn alles ist wie gewohnt und in Ordnung, denkst du ja nicht. Du musst denken sozusagen in dem Zugzwang, dass was anders ist. Und je nachdem, wie es ist. So, und das geht immer so weiter. Oder in diesem Fall nur eine halbe Stunde. Der ist nicht zu stoppen, ne? Der ist nicht zu stoppen, genau, genau. Und ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ich finde, es ist ein... Also es ist nicht nur irgendein bisschen literaturtheoretisch hin und her überlegen, was Science Fiction ist, sondern es ist eine hochinteressante Überlegung, wie die Spannung, die in einer guten Science Fiction Geschichte drin steckt, wie die was zu tun hat mit Wissenschaft. Also ich finde die Analog, also ne, also er sagt ja praktisch, so habe ich ihn verstanden, Wissenschaft mit diesem Feynman-Zitat, was er macht, ne, raten, also ich baue mir eine Hypothese auf, mir fallen irgendwelche Fakten entgegen, ich baue mir eine Hypothese auf so und dann im zweiten, separaten Schritt baue ich mir einen Test auf, mit dem ich das möglichst so scharf stellen kann, die Fragestellung oder so, dass ich was erzeuge, was mir dann die Beobachtung, die ich gemacht habe, bestätigt oder eine Gesetzmäßigkeit, die da drin steckt oder so, ja. Und dann sagt er, okay, gut, das jetzt mal genommen. Was machen wir in Science Fiction? Naja, der Rateteil bei Science Fiction ist, ich stelle mir irgendeine Sache, diese Welt, so wie sie ist, aber eine Sache oder zwei Sachen sind verändert, so. Und was passiert dann? Und das ist natürlich, ob diese Story gut ist oder nicht, oder ob das als Story funktioniert und wie es funktioniert. Das sind natürlich Sachen, die sich nur, in Anführungszeichen, in meinem Kopf abspielen. Nicht? Das ist insofern, da hört die Analogie zur Wissenschaft auf. Aber trotzdem ist es eine sehr gute Überlegung, denke ich. Und letzten Endes, worauf er dann damit hinaus will, auch die ganze Zeit in diesem Buch oder so, ist eigentlich, dass Science Fiction so eine Art Methode sind, wie man über die Zukunft und über Möglichkeiten, was mit der Menschheit passieren könnte, nachdenken kann, nicht? Indem man einfach sich Szenarien kreiert und dann Geschichten sich daran abspielen lässt, wo Leute sich mit diesen Sachen auseinandersetzen müssen, mit einer Welt, in der irgendwas anders ist oder so. Sehr viel, letzten Endes ist es, läuft es dann auf diese Sache hinaus, ne? Also es ist so eine Art Gedankenexperiment ist, wäre dann das triviale Wort so ein bisschen dafür, ne? Das wollte ich euch mal kurz nacherzählen. Ich weiß nicht, ist schöne, ja. Schöne Idee. Also ich kenne ja immer, also man kennt immer so Technikfolgenabschätzungen und was hat Wissenschaft für Auswirkungen auf Gesellschaft, solche Dinge und das wird, da geht man ja wissenschaftlich an die Sache ran. Und ich finde, wenn man es so sieht, wie er das gerade beschrieben hat, dann geht man in Science Fiction quasi das gleiche Problem an. Ne? Also bestimmte Techniken oder Dinge verändern sich und wir gucken, was sind die Folgen, aber eben aus einer erzählerischen Story-Perspektive und manchmal eben auch, also die Idee mit, man wirft einen Charakter da rein und guckt, was passiert, ne? Durch diese Veränderung, ist ja eine Art Simulation, die natürlich jetzt gesteuert von dem ist, der schreibt, ist eine schöne, also vielleicht ist das eben die Art der Literatur mit derselben Frage umzugehen, mit der Wissenschaft umgeht, indem Technikfolgenabschätzung gemacht wird. Ja, ich meine, Technikfolgenabschätzung lustigerweise war eine Zeit lang mal so ein ganz hippes Genre und es ist in der letzten Zeit gar nicht mehr so sehr. Aber die Science Fiction ist doch ein Genre, was sich verdammt lange hält und auch ohne, dass Leute sich Gedanken machen, hey, warum fasziniert mich das eigentlich gerade? Warum lese ich das jetzt oder warum schalte ich da ein oder so? Hält sich das eben, weil es als Genre Leute total fasziniert immer irgendwie, nicht? Und ich dieses, was er am Anfang sagte, bei dem ersten Schnipsel, finde ich auch interessant, was für ein feiner Grad das ist zwischen guter und schlechter Science Fiction. Es lässt sich nicht festnageln, was Leute daran interessiert, nicht? Also was er meint, wie der Star-Koch, der sagt, okay,
das ist ein Fischgericht, das kostet eine Sekunde zu lang und du kannst es nachher wegkippen oder so. Und na, und der nennt dann nachher noch, das haben wir letztlich mal angeguckt, Beispiele dafür. Ein Beispiel, wo er, finde ich, vollkommen recht hat, sind die 3 Staffeln bisher von der Neufassung von Westworld. Ich weiß nicht, ob es hier jemand geguckt hat. Erste Staffel, faszinierend gut, unbedingt gucken, ja. Und die zweite und die dritte Staffel denkt man dann so, meine Güte, wie kann man das so, eine gute Story so zerrocken oder so, nicht? Und ja, es ist schon ein sehr eigenartiges, interessantes Genre auf jeden Fall. Ach ja, und eine letzte Sache, die ich noch ganz kurz loswerden will. Ein Grund, warum ich auch darauf gekommen war, war, dass in diesem, auch in diesem 30-minütigen Interview mit Scoble, er eine ganz bestimmte Star Trek Next Generation Folge anspricht, die Heptagon bei einer unserer letzten Forschungsstromfolgen auch angesprochen hat und wo ich den Bezug zuerst gar nicht gekannt habe, weil ich die Folge tatsächlich nicht kannte. Also ganz witzig, eine ganz coole Folge, wo es um was Sprachtheoretisches geht. Er vergleicht das mit dem Film Arrival, Dietmar Dart, nämlich wo sie auf eine Spezies treffen, wo dieser Universaltranslator, den die ja mal dabei haben, funktioniert. Aber es kommen dann immer solche Sätze wie Temorok steht auf der Brücke, die Arme weit oder so. Also Picard fragt ihn irgendwas oder so. Und dann kommt immer so was super Bildhaftes oder so, ja. Und so, und die müssen erstmal drauf kommen, okay, das ist jetzt gerade was super Bildhaftes, aber es ist nicht bedeutungslos. Es hat nur eine andere, die Sprache hat eine andere Ebene, wie die Sprache verwenden oder so. Ne? Armak und Schalat auf Tanagra. Genau. Eine bildhafte sehr geil. Sprache, genau. Ja. Die ist eine meiner Lieblingsfolgen. Ja, genau. Also guckt euch diese Next Generation Folge an. Wir können auch nochmal die Metadaten vielleicht dafür raussuchen. Das müsste ja herauszufinden sein irgendwie. Mhm. Und guckt euch B dann nochmal das Dietmar Dart Interview an und C, wenn ihr total angefixt seid, geht in die nächstgelegene Bücherei und besorgt euch das hier, ja. Ich sehe schon, ich kriege hier heute Abend so viele Zeitfresser reingedrückt. Erstens ist noch EM. Ich komme überhaupt nicht mehr zum Netflix gucken, weil ich abends immer jetzt Fußball gucken muss. Und jetzt muss ich aber nochmal TNG irgendwie durchgucken. Und ich muss noch Minecraft spielen. Und, hier, Staffel 5, Episode 2. Also ja. Heute Abend kriegt man hier so richtig viele Zeitfresser reingedrückt. Ja, Bobby? Ja, stimmt. Naja, aber lohnt sich. Und ich finde, hatten wir den Kommentar von Mr. Prosser schon eingeblendet? Nee, noch nicht. Den könnten wir vielleicht gerade noch mal. Moment, ja genau. Das stimmt natürlich, Sci-Fi kann natürlich auch Naturgesetze verändern. Und das ist ja was, wie ich ursprünglich rangekommen bin und mich an Science-Fiction aus der wissenschaftlichen Perspektive angenähert habe, ist genau der andere Weg. Also quasi rangegangen à la Lesch, ne, der erklärt hat, funktioniert Beamen eigentlich? Da gab es ja ganz viele Teile, wo Lesch verschiedene Dinge von Star Trek oder sowas untersucht hat und geguckt hat, ob das funktioniert oder nicht. Und das so bin ich daran gegangen. Ne? Also was ist naturwissenschaftlich überhaupt möglich oder wissenschaftlich im Moment technologisch möglich? Und das ist natürlich die wissenschaftliche Art, Science-Fiction anzugucken. Und Science-Fiction ist dann die Art, die literarische Art, Science anzugucken. Ist nicht total tollen Gedanken. Ja. Stimmt. Hm. Ah, The Expanse. Was war das wahrscheinlich nochmal? Alle tolle Serie. Sehr schön, ja. Hat worum geht es da nochmal? Weltraum. Ja. Weltraum. Also ich sag's mal so, also ich habe tatsächlich die ersten 2 Staffeln, glaube ich, gesehen. Mich hat es nicht abgeholt und ich glaube, wir werden mich jetzt alle hassen. Hm. Ansonsten nochmal zu dem Schinken habe ich nochmal eine Frage. Kannst du den nochmal ins Bild halten? Kannst du mal uns die Rückenseite zeigen? Ja, okay, ein bisschen unteren Teil auch bitte. Okay, aber ich bin ja mal ganz interessant zu lernen, ob ihr BibliothekarInnen eigentlich auch da im Privatbestand da außen eine Signatur draufklebt oder nicht, aber die scheint irgendwie keine draufgeklebt zu haben. Oder hast du das schon mit RFID-Chip und wird das alles digital verwaltet, sodass du dann die Bücher auch wirklich wiederfindest, selbst wenn du sie fehlgestellt hast?
Henning, wenn du wüsstest, ich... Entschuldigung. Ja, ich bin nicht die Art Bibliothekar. Ich glaube, Claudia, wenn ich Claudias Regale im Hintergrund angucke, wird sie unserer Branche ein bisschen besser gerecht. Sie könnte die Ehre der Sache eher retten. Aber auch das Regal von Dieter Dart war sehr, sehr, sehr dynamisch, das Buchbestand angehen, ja. Okay. Ja, ich glaube, das hat mich die ganze Zeit, wo dann drumherum die Linien so gezeichnet wurden, da war ich ein bisschen abgelenkt von seiner Mimik und seinem Gesicht, weil das ganze das Bücherregal farblich nachgezeichnet wurde. Das hat mich da leicht abgelenkt. Aber auch keine Buchrücken beklebt. Bei mir auch nicht. Ja, sagt uns in den Kommentaren, ob wir mehr Science-Fiction-Themen im Forschungsstrom brauchen oder ob das alles eine andere Bahn gehen soll oder so. Ich weiß, es würde mich wirklich ein bisschen interessieren oder sowas. Also man kann, ne, also Literaturtheorie ist die eine Sache, dann so bei Science-Fiction speziell nochmal dieser Bezug zu hypothetisch rumspinnen oder so. Aber ja, wäre mal so eine neugierige Frage. Jetzt in den letzten paar Minuten rumprovozieren. Genau, aber jetzt eskaliert es hier völlig. Ja, Sascha Lobo hat das doch gemacht. Der war noch nicht mal in dem Video, da sah man sein Wohnzimmer, da war das so sortiert. Mhm. Ja, ich hatte auch schon ganz viele, die einfach nach Größe durchsortiert haben, so insgesamt. Mhm. Bei dir ist ja auch mehr chaotische Lagerhaltung, oder? Ja, fuzzy. Auf jeden Fall. Ja. Fuzzy, genau, ist ein bisschen fuzzy. Ja, gut. Ja. Ich bin jetzt ganz schön platt, ne? Echt? Ich finde auch, ja. Haben wir ordentlich geströmt heute. Danke fürs Mitchatten, lieber Chat. Schön, dass ihr dabei wart. Und fürs, wir müssen nur noch nach einem neuen Termin gucken, oder? Sonst genau, ich wollte beichten, dass ich in der ersten Augustwoche, was ja so ein Klassiker für unsere Sache wäre, wahrscheinlich eher auf irgendeinem Brandenburger Campingplatz ohne viel Netzabdeckung abhängen werde. Insofern. Seid ihr gegönnt? Erster Donnerstag im Monat bin ich nicht dabei, aber zweiter Donnerstag könnte ich oder dann auch später. Also der 12. würde bei mir hervorragend passen. Ja, 12. Ist gut. It's a date. It's a date. 12. 21 Uhr. Okay. Super. Wir hoffen, ihr seid auch wieder dabei. Macht euch Eintrag in den Kalender. Anträge. Genau. Nicht vergessen. Einschalten. 12. August. Ja, vom Bällebad ins Freibad, wie JP so schön sagt. Ja. Gut. Ja, in dem Sinne weiß ich nicht, soll ich nochmal eine Runde gucken, ob wir jemanden haben, zu dem wir raiden können? Sehr gerne. Genau, ich wollte gerade nochmal schauen, haben wir jemanden hier, der passt so da? Vielleicht jemand, gibt's der jemanden mit TNG guckt oder so? Gibt es jemanden mit Minecraft? Es gibt garantiert jemanden mit Minecraft. Ja. Also, darauf würde ich wetten. Ich würde mal sagen, oh ja, oh Gott, 1 Million. 1 Million Leute machen Minecraft. Oder guck nach einem Science-Fiction-Gucker, den wir in die Science-Fiction-Guckerei reingucken können. Ja, wie, ist auch gut. So, da weiß ich nicht, wie ich danach am sinnvollsten suche. Sci-Fi. Sci-Fi. Naja, nicht so wirklich. Nein. Dann nehmen wir doch, kannst du von die Minecraft-Kanäle, kannst du die nach wenig User sortieren, dass wir jetzt hier mal einen kleinen Kanal raiden? Stimmt, das wäre was. Moment, kann ich das sortieren? Sortieren nach Zuschauer wenig viel. Ja, Zuschauer wenig. So, einen deutschen Kanal. Wir wollen ja einen Impact machen, genau. Ne? Das stimmt. So, dann gucke ich mal gerade, so, die sind hier da alle mit null Zuschauenden. Hey, da kann man natürlich so gar nicht sehen, was da so los ist. Vielleicht finden wir ja einen mit Mods aus durch Zufall. Ja, ich kann das jetzt so gar nicht beurteilen, welcher Stream davon interessant ist und welcher nicht. Und ich kann auch nicht sagen, also die sind da irgendwie, da steht zwar Deutsch drüber, aber irgendwie sind sie alle Englisch. Das macht mich gerade verrückt. Kann ich da nicht sagen, dass ich gerne deutsche Kanäle hätte? Kanäle auf Deutsch. Oh, die Metadaten wieder. Sie haben ja keine Bibliothekarin, die da mal für Ordnung sorgt. Ähm,
Ja, also da gibt es einige. Gut, dann bin ich jetzt mal random, ja, und suche einfach irgendeinen aus. Okay, dann nehme ich Hasimausi 23. Nee, Darkness Yuki. Ah, liebe Leute, auf zu Darkness Yuki. Und genau. Wir sehen uns am 12. August wieder. Vielen Dank fürs Mitchatten. Und genau, wenn ihr Themenwünsche und Vorschläge habt, schickt sie uns. Sagt uns Bescheid. Ach, jetzt wieder? Wieder auf den Kopf? Oh Gott, das ist ja nicht abgesprochen. Ich hab gesprochen. Entschuldigung, ja, war schon. Gut, so. Hier stehen Kopf. Bis bald, ja. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Ja. Tschüss. Tschüss.